Ja, heute haben wir ein ziemlich schwieriges Kapitel, Standardmodell und Stringtheorie. Also es geht darum, die Welt zu verstehen in ihrem Innersten, in seinen kleinsten Teilchen, also Elementarteilchen. Aber das ist schon verdammt schwierig, das gibt es schon seit den 30er Jahren, dass sich Leute Gedanken gemacht haben, was ist denn so die unterste Ebene, woraus besteht eigentlich unser Universum. Und Sie werden sich wundern, was die Elementarteilchen mit der Kosmologie zu tun hat, aber Sie haben ja schon gesehen, wenn wir über Vakuum reden, dann brauchen wir schon Elementarteilchen, das sind ja diese virtuellen Teilchen. Das heißt, irgendwie kommt man an den Dingern gar nicht vorbei. Wenn wir also das ganz Große verstehen wollen, müssen wir auch das ganz Kleine verstehen. Und um das richtig zu verstehen, müssen wir uns jetzt ein bisschen wirklich in diese Elementarteilchentheorie hineinknien. Und diese Elementarteilchentheorie oder ein Modell, was am besten diese Elementarteilchen beschreibt, das ist eben gerade dieses Standardmodell. Standardmodell heißt, das ist im Augenblick das Modell, was unsere Elementarteilchen, die uns bekannte Welt der Elementarteilchen, am besten beschreibt. Es gibt aber noch eine weitergehende Theorie, nämlich zum Beispiel die Stringtheorie. Es gibt aber noch ganz andere Theorien, die versuchen, darüber hinauszugehen und zu beschreiben, was gibt es darüber hinaus noch? Gibt es Effekte? Können wir bessere Erklärungen für andere Effekte noch geben? Und deswegen werde ich Sie auch heute in die Stringtheorie ein wenig einführen. Also wir starten mit diesem Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Um zu sehen, in welchen Tiefen wir uns eigentlich jetzt begeben, schauen wir uns mal unsere Welt einfach ein bisschen an. Hier sehen Sie ein Zuckerstückchen und jetzt schauen wir uns dieses Zuckerstückchen ein bisschen genau an. Dieses Zuckerstückchen besteht halt aus Atomen. Hier sehen Sie das typischerweise in Kristallstruktur. Sie kennen das, also die Atome sind regelmäßig angeordnet, was nicht heißt, dass sie durch das ganze Zuckerstückchen regelmäßig angeordnet sind. Sie wissen, dass es gibt da Versetzungslinien, das heißt, irgendwo ist diese Symmetrie gestört. Aber im Großen und Ganzen lokal kann man sagen, diese Atome sind regelmäßig angeordnet. Jedes einzelne Atom, also das, was Sie hier sehen, ist so strukturiert. Und das ist tatsächlich etwas, das ist durchgehend durch unsere Natur so. Wir haben im Innern einen Kern, nur die Proportionen, die Sie hier sehen, die stimmen nicht ganz. Der Kern ist so klein, dass man sie in dieser Größe gar nicht sehen würde. Außen gibt es Elektronen, das ist durch diese gelben Pünktchen angedeutet. Irgendwas zwischen einem und 90 oder 100 Elektronen schwirren um so einen gemeinsamen Kern herum. Und dieser Kern wiederum, der interessiert uns sehr, der besteht wieder aus sogenannten Nukleonen. Und wir kennen eigentlich nur zwei Nukleonen, das sind die Protonen und die Neutronen. Protonen sind die, die wirklich die Ladung machen, und zwar die Ladung, die dann die Elektronen, die ja negativ geladen sind, auf ihren Bahnen hält. Die Elektronen gehen auf ganz bestimmten Bahnen um den Kern. Übrigens, ein Atom hat einen typischen Durchmesser von ungefähr einem Angström. Das ist 0,1 Nanometer, also verdammt klein. Der Kern ist noch mal viel kleiner, der ist ein Femtometer. Femtometer ist 10 hoch minus 15 Meter. Ist also noch mal um 5 Größenordnungen kleiner. Angström ist also 10 hoch minus 10. Also 5 Größenordnungen kleiner als der Durchmesser eines Atoms. Und daran sehen Sie schon, das Ding ist hier in der Mitte wirklich sehr, sehr, sehr klein. So, also der Nukleus mit Neutronen und Protonen. Protonen malt man meistens rot, das ist das, was Sie also jetzt hier sehen. Und das daneben, das Orangen, das sollen die Neutronen sein. So, und seit etwa den 60er Jahren glaubte man, in den 70er Jahren hat man es dann genauer untersucht, in den 80er Jahren verifiziert, so ein Nukleon, sei es Proton oder Neutron, besteht wiederum aus Quarks. Und zwar jeweils aus 3 Quarks. Und das ist das, was Sie hier sehen. 1 Quark, 2 Quark, 3 Quarks. So, und das ist die augenblickliche Interpretation der Elementarteilchen. Also das Kleinste, was wir haben, sind Quarks. Ist es wirklich das Kleinste, was wir haben? Ja, wir wissen ziemlich genau, dass das das Kleinste ist, was wir haben. Was allerdings nicht heißt, dass diese Quarks eine innere Struktur haben. Das ist nochmal was anderes. Aber sie sind die kleinsten Teilchen. Also es gibt nicht noch andere Teilchen, aus denen zum Beispiel ein Quark zusammengesetzt ist. Also sagen wir, aus 2 anderen Teilchen ist ein Quark zusammengesetzt. Das wird nicht sein, das wissen wir heute schon. Aber ein Quark kann eine Struktur haben. Und das ist gerade die Stringtheorie, die wir uns dann später anschauen werden. So, das ist so jetzt ganz grob das, so wie wir unsere Welt kennen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Quarks und Elektrons es insgesamt so gibt. Sie sehen, da gibt es einen ganzen Zoo. Und das liegt daran, weil es nämlich unterschiedliche Theorien gibt über die Kerne,
die elektromagnetische Wechselwirkung und die sogenannte schwache Kraft. Jede dieser Kräfte erzeugt ja ein Feld, das wissen Sie, und zu jedem Feld gehört ein Teilchen, das diese Kraft vermittelt. Und das sind gerade die Bosonen, die Teilchen des Feldes, die Feldteilchen. Und deswegen haben Sie zu jeder dieser drei Kräfte, also die Quantenchromodynamik ist die Theorie, die uns beschreibt, wie die Quarks miteinander im Kern wechselwirken und wie sie diesen Kern eben machen, nämlich die Nukleonen. Die Quantenelektrodynamik ist die Theorie, die uns beschreibt, wie der Elektromagnetismus funktioniert, also das elektromagnetische Feld. Und die schwache Kraft ist die Theorie, die uns beschreibt, wie Radioaktivität zum Beispiel wirkt. Und jeder dieser drei Kräfte erzeugt uns Teilchen. Also die Quantenchromodynamik erzeugt uns, ja, hier zum Beispiel die W- und Z-Bosonen. Entschuldigung, das war jetzt die schwache Kraft. W- und Z-Bosonen, ups, W- und Z-Bosonen hier oben. Das sind die Vermittler, die Bosonen, der Vermittler der schwachen Kraft. Quantenelektrodynamik ist eben die Ladung und dazu gehören die Elektronen, also das, was Sie hier sehen. Das ist ein Teilchen der Quantenelektrodynamik. Und Quantenchromodynamik, das sind eben gerade die Quarks, die Sie hier sehen. Ja? Und so haben wir eine Vielzahl von Teilchen. Ein Teilchen der Quantenelektrodynamik ist unter anderem auch das Photon, das ist das, was Sie hier sehen. Also das vermittelnde Teilchen, das eben das Licht überträgt. So, und jetzt schauen wir uns mal diesen Teilchenzoo an. Man unterteilt ganz grob, und das hatten wir auch schon gehabt, zwischen Fermionen und Bosonen. Also Fermionen sind die Teilchen, die die Massen ausmachen, hier also mein Gerät, den Tisch und was weiß auch immer. Und es gibt die Teilchen, die die Kräfte zwischen diesen Fermionen vermitteln, das sind die Bosonen. Und deswegen haben wir hier die Fermionen auf der linken Seite, das ist dieser Bereich, und hier auf der rechten Seite, das sind die Bosonen. Wir sehen, es gibt wesentlich weniger Bosonen, als es Fermionen gibt. Das liegt unter anderem daran, dass wir insgesamt drei Familien, das ist das, was Sie hier sehen, drei Familien von Fermionen kennen. Das gibt es bei dem Boson nicht. Also, es gibt drei Familien, die unterscheiden sich ganz grob gesprochen darin, dass die Massen der entsprechenden Quarkteilchen hier oder überhaupt der Fermionen wesentlich größer sind in einer Familie als die Familie davor. Also Sie sehen zum Beispiel, diese Quarks von der dritten Familie bewegen sich im Bereich von 10 hoch 0 bis 10 hoch 2 oder 3 Milliarden Megaelektronenvolt, Entschuldigung, Gigaelektronenvolt, und während die Familie, die erste Familie, eine Masse von ungefähr 10 hoch minus 3 Gigaelektronenvolt hat. Sie sehen, das geht also gleich um Größenordnungen weiter, um 3, 6, 9 Größenordnungen und dadurch unterscheiden sich eben die Familien. Und eins ist auch klar, das gibt es überall in der Welt, die Natur versucht den energetischen günstigsten Zustand einzunehmen und das ist eben einfach der Zustand mit der geringsten Masse. Und das ist der Grund, warum wir hauptsächlich in der Natur, wie wir sie hier sehen, also die Atome, wie wir sie kennen, bestehen eigentlich nur aus den Quarks der leichtesten Art, also der ersten Familie. Auch Elektroneutrino, aber Sie sehen, das sind nochmal ganz andere Massen. Wir sind hier bei 10 hoch minus 6 oder 10 hoch minus 12 Gigaelektronenvolt. Also das sind Massen, die können wir fast gar nicht sehen. Aber auch hier gibt es diese sogenannten Neutrinos in drei Familien. So, jetzt haben wir mal ganz groben Überblick. Vielleicht sollte ich auch noch sagen, diese Fermionen, also die Teilchen, die die Massen ausmachen in unserer Welt, haben immer den Spinnenhalb, sind also ungradzahlig. Und die Bosonen, die Kräftevermittler haben immer ganzzahlige Spins, Drehimpulse heißt das ja, Eigendrehimpulse. Und zwar kann man sagen, dass die Photonen, die Higgs-Teilchen, das sehen Sie hier, Spin 0 haben, kein Spin. Spin 1 sind die Gluonen und B- und Z-Teilchen. Und jetzt kommt es, das Graviton, das wir noch lange suchen, was wir noch nicht gesehen haben, ist das Spin 2-Teilchen, würde aber hervorragend in diese Systematik hineinpassen. So, was können wir sonst noch dazu sagen? Sie sehen, das Higgs-Teilchen, was wir im letzten Jahr gefunden haben, ordnet sich sehr schön hier in diese ganzen Familien ein, ist auch ein Boson, es vermittelt ja die Kraft, tatsächlich vermittelt es die Massen für die einzelnen Elementarteilchen, deswegen taucht es hier als Boson auf. Ja, und das ist so ganz grob der Überblick.
Jetzt machen, sagen wir es nochmal, die erste Familie ist das, was wir wirklich in unserer Welt am meisten sehen. Und deswegen werden Sie gleich sehen, dass die Atome in unserer Welt hauptsächlich aus diesen Quarks und Teilchen zusammengesetzt sind. Und das schauen wir jetzt im Folgenden an. Ach nee, hier haben wir nochmal eine andere Darstellung. Eigentlich genauso, wie wir es vorher haben. Hier unten haben wir die sogenannten Leptonen. Ich gehe nochmal zurück. Leptonen sind die Teilchen, die leicht sind. Also alle die, die hier unten sind, und alle grün noch dazu. Ja? Das sind die sogenannten Leptonen. Alles, was hier blau, alles, was hier blau und rot ist, also das sind die Quarks, das sind die Quarks. Und davon gibt es eben jeweils zwei, Up und Down in der ersten Familie, Charm und Strange, und an die Namen gewöhnen sich gleich schon mal, Charm und Strange und Top und Bottom. Und wie groß die Massen sind, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Und die Leptonen, griechisch leicht, das sind die leichten Teilchen, also die Elektronen. Das Elektron hat in der nächsten Familie das Myon als Verwandten, dann das Tau-Elektron, das Elektron-Neutrino, also die gehören immer zusammen. Zu jedem Elektron gibt es ein sogenanntes ganz leichtes Teilchen, eben das Neutrino. Und das Wort Neutrino sagte schon, diese allerleichtesten Teilchen, die sind extrem leicht und neutral. Und Sie sehen das hier schon auch hier an diesen Massen, 0,000002, während das 0,51 Megaelektronenvolt sind. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie jetzt nochmal zusammengefasst die ganzen Bosonen. So, hier haben wir es nochmal, also Photon ist vom Elektromagnetismus, Gluon ist das Boson der starken Kraft, Z das Teilchen der schwachen Kraft, genauso das W-Teilchen, das es übrigens in zwei Ausführungen gibt, das hat nämlich eine Ladung, und zwar elektrische Ladung, plus und minus 1, und das ist eben das Higgs-Teilchen, das wir im letzten Jahr gefunden haben. So, jetzt haben wir das, jetzt schauen wir uns mal an, wie denn so ein Atomkern zusammengesetzt sind, und ich nehme jetzt einfach mal ein Proton. Hier sehen Sie das Proton, ist zusammengesetzt, das werden wir genauer uns noch gleich anschauen, aus einem Down-Quark, einem Up-Quark und dann noch einem Up-Quark. Hier sehen Sie es, also Up-Quark, Up-Quark, Down-Quark. Und die, das werden wir gleich sehen, die gibt es in drei Farben. Was das bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Und dazwischen, also die Kraft zwischen den Gluonen, und zwar die sogenannte starke Kraft, die wir gar nicht kennen, aber es ist wirklich starke Kraft, die die Kerne zusammenhält, wird vermittelt durch die Gluonen. Das sind eben die Bosonen der starken vermittelnden Kraft. Übrigens, die Masse des Protons ist, hier sehen Sie es, ungefähr 1 Gigaelektronenvolt. Wenn man jetzt die Massen dieser Quarks und Gluonen zusammenfasst, kommen wir allerdings nur auf 16 Megaelektronenvolt. Und Sie sehen, da entsteht eine große Lücke. Also wir haben fast zwei Größenordnungen größere Masse des Protons als der Bestandteil. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, weil sich die Gluonen und die Quarks fast mit Lichtgeschwindigkeit in diesem Kern bewegen. Und sobald sie an die Lichtgeschwindigkeit kommen, gewinnen die Teilchen an Masse. Sie kennen das, die Masse hängt mit der Geschwindigkeit zusammen. Ich darf Ihnen das nochmal aufschreiben. Die Relation lautet, die Energie, die ein Teilchen hat, ist gleich m mal c Quadrat. Diese Formel kennen Sie. Was Sie wahrscheinlich nicht so sehr kennen, ist, dass diese Masse, die Sie haben, immer die aktuelle Masse ist, die von der Geschwindigkeit abhängt. Und die Masse ist nichts anderes als m0, also die Ruhemasse, die das Teilchen hat, wenn es in Ruhe ist, geteilt durch Wurzel 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Ja? Und hier sehen Sie schon, wenn v sehr groß wird, wird dieser Ausdruck in der Nähe von 1. 1 minus 1 ist eine ganz kleine Zahl. Die Wurzel daraus ist auch eine kleine Zahl. Das heißt, ich dividiere m0 durch eine kleine Zahl und deswegen ist das größer als m0. Was hier also steht, ist, wenn die Geschwindigkeit zunimmt, nimmt auch die Masse zu. Und wenn ich mit meiner Geschwindigkeit an c rangehe, also wenn v gegen c geht, dann sehen Sie, wird die Masse beliebig groß. Und genau das passiert hier. Durch die große und schnelle Bewegung dieser Bosonen und Quarks im Kern nehmen Sie eine größere Masse an. Sie sehen, um zwei Größenordnungen fast. Und deswegen ist die Masse des Protons wesentlich größer als nur die Summe seiner Quarks und Bosonen. Okay, so,
Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie denn jetzt die Atome wirklich zusammengesetzt sind, nämlich aus den Elektronen und Quarks. Und das soll dieses Bild zeigen. Zunächst erstmal sehen Sie hier oben die Leptonen, also die leichten, hier, diese drei leichten Teilchen. Leicht heißt eigentlich in der Geschichte sozusagen der Elementarteilchenphysik, ist das Elektron ein sehr leichtes Teilchen. Es ist tatsächlich 1800-fach kleiner oder leichter als ein Neutron oder Proton, deswegen hat man es eben leichte Teilchen getauft. Nachdem man festgestellt hat, dass das Elektron noch Verwandte hat, nämlich aus der zweiten und dritten Generation der Familie, die allerdings doch eine große Masse haben, ist es aber doch, sie verhalten sich wie ein Elektron, also wie ein Lepton. Deswegen zählen diese hier alle zu den Leptonen. Und dann haben wir hier die Quarkteilchen. Ups, jetzt muss ich wieder zurück, nein. Dann haben wir hier die Quarkteilchen, das sind die leichtesten Quarkteilchen, die sehen Sie, Up-and-Down-Quark. Und dann haben wir hier oben, Sie sehen, das sind schon mal ganz andere Massen, Strange, Charm, und Sie sehen dieses Top-Quark, das hier, das ist ein Riesending, das gehört eigentlich an diese Stelle. Und Sie verstehen auch, warum man jetzt dieses Top-Quark, und vor allen Dingen, hier steht das ein Bottom-Quark, also es ist falsch beschrieben, hier muss Bottom-Quark hin, dass diese beiden Quarks, weil sie so schwer sind, extrem spät gefunden wurden, weil sie nämlich Beschleuniger brauchen, die so eine Heidenenergie erzeugen können, durch einen Zusammenstoß, dass sie die Massen dieser Quarks produzieren können. Also durch den Zusammenstoß werden eigentlich solche Teilchen produziert. Unsere Atome sind praktisch nur zusammengesetzt aus Elektron, Up- und Down-Quark. Up- und Down-Quark, also diese beiden hier, die hier, die machen zusammen ein Nukleon aus, also entweder ein Neutron oder ein Proton. Und Sie sehen hier schon den Unterschied, ein Proton ist zusammengesetzt aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark, während das Neutron umgekehrt aus zwei Down-Quarks und einem Up-Quark zusammengesetzt ist. Wie auch immer, nur Up und nur Down. Die nächsten Generationen von Teilchenfamilien spielen eigentlich in unserer normalen Welt keine Rolle. Erst dann, wenn man sie wirklich in einem Beschleuniger untersucht und mit hohen Energien diese Massen anregt. Okay, also unsere Kerne, die wir kennen, bestehen eigentlich nur aus Up und Down und Elektronen. Und die Elektronen, die kreisen eben hier im Abstand von ungefähr einem Angstron, also 10 hoch minus 10 Meter, um diesen Kern herum. So, und jetzt interessieren uns eigentlich nur noch diese Kerne, also die Up- und Down-Quarks, weil die sind komplizierter als die Elektronen. Der Elektron ist einfach nur ein Teilchen, Masse, Ladung, fertig. Das ist alles. Die Quarks sind viel komplizierter und das schauen wir uns gleich an. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns nochmal an, wie man diese ganzen Teilchen nochmal gliedern kann. Also, wenn dieser große Kasten hier alle Teilchen gibt, die wir so in unserer Welt sehen, nämlich die elementaren Teilchen, so unterscheiden wir, und das hatte ich gerade schon gehabt, in zwei Welten. Das sind einmal die Fermionen, das ist dieses Kästchen hier, nee, das gestrichelte, ups, muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, also die Fermionen ist dieses Kästchen, wenn ich mal schaue, das hier runter, das sind die Fermionen, und die Bosonen, das sind diese hier. Okay, und Sie sehen schon, der Drehimpuls ist hier immer halbzahlig, während die Bosonen immer ganzzahligen Drehimpuls haben. So, auf unterster Ebene, das heißt also die einfachsten, die wir kennen, sind auf der einen Seite die Quarks, die machen eben die Kerne aus, und wir haben noch die Leptonen, die habe ich hier hingeschrieben, das sind eben die Elektronen. Auf der anderen Seite als Bosonen, als Kraftvermittelnde, haben wir die Gluonen, und ich habe sie auf die gleiche Ebene wie die Quarks hingetan, weil diese Gluonen die Teilchen sind, die die Quarks zusammenhalten, zu einem Kern. So, wenn man jetzt einen Quark nimmt und verschiedene Quarks zusammennimmt, dann entstehen sogenannte Hadronen. Hadron heißt schwer, das heißt, viele Quarks zusammen machen schwere Teilchen, also Proton oder Neutron. Es gibt aber zwei Typen von Hadronen, nämlich auf der einen Seite die sogenannten Baryonen, das sind wieder Fermionen, also ein Baryon ist zum Beispiel ein Neutron und ein Proton. Oder es gibt Mesonen. Das ist eine ganz eigene Art von Hadronen. Und Sie sehen, sie sind im Bereich der Bosonen. Also Mesonen sind Bosonen, so eine Art höhere Generation von Bosonen. Tatsächlich vermitteln sie effektiv die Kraft zwischen Protonen und Neutronen. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Dann haben wir hier noch die W- und Z-Bosonen. Die vermitteln auch noch mal die Kraft
oder Zwischenbaryonen, also sie erzeugen die Radioaktivität. Dann haben wir hier die Photonen. Die Photonen wechselwirken mit Nukleonen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Proton haben und Sie streuen ein Elektron daran, dann wird der Streuungseffekt durch diese Photonen erzeugt. Und die Nukleonen zusammen mit den Leptonen machen zusammen ganze Atome aus und Atome zusammen machen Moleküle aus. Und erst wenn Sie dann noch höher strukturierte Teilchen haben, wie, was weiß ich, ein Zuckerstückchen oder die ganze Erde, dann wirken auch die Gravitonen mit so großer Kraft, dass man die dann sehen kann. So, das war so eine Art Ordnung in diesen Elementarteilchen zu, damit Sie einfach nur mal die Begriffe gehört haben. Also Fermion auf der einen und Boson auf der anderen Seite. Dann haben wir Hadronen als zusammengesetzte Quarks. Die wiederum können entweder Fermionen sein, nämlich Baryonen, oder auf der anderen Seite Mesonen. So, und das sind jetzt so viele Ausdrücke, aber ich hoffe, Sie kriegen das so einigermaßen zusammen. Wir werden die Ausdrücke gleich ein bisschen genauer benutzen und dann werden Sie schon sehen, wie der Hase läuft. So, und jetzt können wir uns ein bisschen den Teilchenzonen nur der Quarks uns anschauen. Nein, tatsächlich Quarks und Elektronen, aber es gibt noch eine schönere Symmetrie zwischen diesen beiden, die schauen wir uns jetzt an. Also, wir haben hier oben haben wir Quarks und hier darunter haben wir Leptonen. Wir hatten gerade schon gesehen, dass die Leptonen in der ersten Generation aus den Elektronen und aus dem Elektronen-Neutrino bestehen. Und dann ist das hier die nächste Generation, hatten wir auch gesagt, μ. Und hier haben wir das Tau, jeweils mit dem entsprechenden Neutrino. Darüber sehen Sie jetzt das Quark oder die Quarks. Ich versuche jetzt eine Ordnung reinzubringen mit zusätzlichen Eigenschaften, die wir noch nicht besprochen haben, nämlich die Farbe. Also jetzt kommen wir zum etwas kniffligen Punkt, nämlich die Aussage, Quarks und nur die Quarks haben Farbe. Was ist Farbe? Nun, natürlich haben sie keine Farbe, sie sind weder rot noch grün noch sonst irgendwas, aber sie haben eine Eigenschaft. Und diese Eigenschaft lässt sich am besten verstehen, indem man sagt, diese Eigenschaft drücke ich durch Farbe aus. Und Sie werden gleich sehen, warum wir Farben nehmen. Denn erstens gibt es drei Farben, rot, grün und blau. Rot, gelb und blau, muss ich sagen. Rot, gelb und blau. Und wir wissen aus der Physik, wenn Sie diese drei Farben, Rot, Grün und Blau, Rot, Grün und Blau, wenn Sie die drei Farben zusammentun, und zwar positive Farbmischung, dann kommt Weiß heraus. Das heißt, wenn Sie drei Quarks mit drei unterschiedlichen Farben zusammentun, kommt ein Teilchen heraus, was keine Quarkfarbe mehr hat. Und genau das passiert ja gerade zum Beispiel im Neutron. Das hatten wir ja gesagt. Wir hatten da zwei Down- und einen Up-Quark mit unterschiedlichen Farben, die ergeben das Neutrino. Aber die drei Farben mischen sich zu Weiß. Das heißt also, ein Neutron hat keine Farbe mehr, unterliegt also keiner starken Wechselwirkung mehr. Das heißt das. Und deswegen wählt man die Farben. Also, wir sagen, jedes Quark hat eine Farbe, was immer das bedeuten mag. Sie unterliegen einer sogenannten Farbeigenschaft. Sie sehen aber auch, dass die Leptonen farblos sind. Also Leptonen unterliegen nicht der starken Kraft. Starke Kraft äußert sich gerade durch diese unterschiedlichen Farben. Und dann gibt es noch mal eine ganz andere Welt, nämlich die hier unten unter diesem Strich, nämlich die Antiwelt. Und die Antiwelt wird immer dargestellt durch einen Strich oben, das sehen Sie hier. Also zu jedem Teilchen, das es hier gibt, gibt es ein Antiteilchen. Antiteilchen heißt genau mit umgekehrter Eigenschaft, bis auf eine Ausnahme, das ist nämlich die Masse. Alle Antiteilchen haben exakt dieselbe Masse, das hat man in vielen verschiedenen Experimenten nachgewiesen, aber ansonsten umgekehrte Eigenschaft. Also Beispiel Elektron hat eine positive Ladung, Elektron hat eine negative Ladung, das sehen Sie hier, und deswegen hat das Antielektron, das man übrigens dann auch Positron nennt, das Positron hat dann eine positive Ladung. Sie sehen hier oben, das, was hier dargestellt ist, das sind die Ladungen dieser Teilchen. Die Neutrinos haben keine Ladung, deswegen hat auch das Antineutrino keine Ladung. Minus 0 plus minus 0 ist dasselbe. So, und dann gibt es eben aber auch die Antiquarks. Die Antiquarks haben auch die gleiche Masse, identische Masse, aber exakt die umgekehrten Eigenschaften. Also zu einem Rot gibt es ein Antirot, das ist blau. Zu einem Blau gibt es ein
Antiblau, das ist gelb, und zu einem Grün, jetzt muss ich aufpassen, gibt es ein Anti, das müsste eigentlich ein Rot sein hier, ja, das ist ein bisschen falsch dargestellt. Das heißt also, diese drei Farben sind die Antifarben, die zusammen aber wieder zusammen weiß ergeben. Okay, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Und deswegen nimmt man ja auch gerade dieses Farbspiel, weil wir kennen in unserer Farbwelt auch Farbe und Antifarbe. Denn Farbe und Antifarbe zusammen ergibt wieder Weiß. Und das ist die schöne Eigenschaft von den Farben. Ich kann auf drei mögliche Art und Weise Weiß erzeugen. Indem ich nämlich die drei Farben zusammennehme, Rot, Grün und Blau, ergibt Weiß. Oder ich nehme die drei Antifarben, ist auch Weiß. Oder eine Farbe und eine Antifarbe, auch die ergeben wieder Weiß. Und deswegen nimmt man dieses Farbbeispiel, weil genau so diese starken Kräfte, oder ich muss sagen, diese Farben hier funktionieren. Okay, jetzt gehen wir in die nächste Generation. Das ist das hier. Man bezeichnet das dann auch mit Strangeness. Strangeness deswegen, weil man in den 60er Jahren zum ersten Mal oder 70er Jahren zum ersten Mal diese Up and Downs gefunden hat. Das war die normale Familie. Sagten, okay, die Up and Down gibt. Und dann hat man mit größeren Energien sozusagen auf die Kerne gehauen, hat dann die anderen Quarks gefunden, haben gesagt, das ist aber komisch, strange. Also haben gesagt, sind das Strange 1. Ja? Und dann hat man noch härter drauf geknallt. Das war dann noch stranger. Also haben Strange 2. So ist das genauso. So, und deswegen sind diese Generationen auch manchmal mit Strange bezeichnet. Eigentlich haben wir jetzt alles zusammen. Das Einzige, was ich nicht erklärt habe, ist, dass die Quarks tatsächlich ungerade, also gebrochene Ladungen haben. Und zwar echte elektrische Ladungen. Und Sie sehen das hier. Diese Quarks, die Up-Quarks haben plus zwei Drittel Ladungen und die Down-Quarks haben, oder ich muss hier sagen, die Strange Quark und die Bottom Quarks, die haben minus ein Drittel Ladung. Jetzt werden Sie sagen, wie kann das sein? Weil wir wissen aus der Quantenmechanik, dass alle Teilchen nur gerade Ladungen haben können. Nein, das ist es nicht. Was wir als gerade Ladung bezeichnen, ist einfach nur, dass wir sagen, E gleich 10 hoch minus 16 Coulomb. Ja, da kommt eine krumme Zahl raus. Und wir sagen, dieses 1 ist genau Elektron. Wenn wir sozusagen mit der Quantenmechanik angefangen hätten, hätten wir gesagt, nein, die Einheitsladung ist das, was ein Down-Quark hat, nämlich minus ein Drittel. Dann hätten wir gesagt, okay, das ist die Einheitsladung. Und dann hätten wir gesehen, das ist 1, das ist 2 und Elektron ist 3. Also es ist eine Frage nur der Definition, was ich als Einheitsladung sehe. Da wir allerdings von unserer alten Definition nicht abgehen wollen, nämlich Elektron hat 1, dann müssen wir eben sagen, gut, dann ist das eben ein Drittel und das ist zwei Drittel. Und jetzt kommt es aber, das eine hat ein minus ein Drittel, das andere plus zwei Drittel. Jetzt wissen wir aber auch, dass das Proton im Kern eine ganze Ladung hat. Also damit haben wir eine Nebenbedingung, wir können nur solche Quarks zusammentun, die zusammen eine Ladung 1 ergeben oder wie das Neutron 0. Das ist also eine Nebenbedingung. Wir müssen also Quarks so kombinieren, dass sie zusätzlich zu diesem Weiß auch ganze Ladungen erzeugen können. Und damit haben wir sozusagen schon die Randbedingungen festgelegt, wie Quarks größere Teilchen erzeugen können. Ja, jetzt fangen wir an, unsere Teilchen zu bauen. Fangen wir an mit dem Neutron. Hier sehen Sie, das Neutron besteht aus Down, Down, Up. Also, zunächst erstmal müssen diese drei Quarks drei unterschiedliche Farben haben, denn nur drei zusammen gibt Farbe. Wir können keine vier Quarks zusammentun, denn vier Quarks zusammen, egal welche Farben Sie nehmen, ergibt immer eine Farbe. Deswegen kann die Natur immer nur drei Quarks zusammentun. Oder zwei Quarks, nämlich ein Quark mit einem Antiquark, was nämlich die andere Antifarbe hat. Und das werden wir gleich sehen, ergibt die sogenannten Mesonen. Aber jetzt bleiben wir bei den Baryonen, also den Fermionenteilchen. Also wir können zwei Down-Quarks zusammentun und einen Up-Quark oder wir können zwei Up-Quarks und einen Down-Quark zusammentun. Dann haben wir das hier. Wir können dann aber auch, und eins ist auch klar, Down, Down, Up, das schauen wir uns mal an, wir gehen zurück. Down, Down, Up. Down, Down ist minus zwei Drittel und ein Drittel dazu ist Null. Dann haben wir nämlich minus zwei Drittel plus zwei Drittel ist Null, also muss das Neutron keine Ladung haben. Stimmt, das Neutron hat keine Ladung. Schauen wir uns das Proton an. Zwei Up, ein Down, jetzt gehen wir zurück. Zwei Up sind vier Drittel, minus ein Drittel ergibt plus drei Drittel ist plus eins. Aha, das Proton hat die Ladung 1. Stimmt, die Einheitsladung.
plus Anna. Und das stimmt. So, jetzt können wir anfangen, andere Teilchen zu bauen. Nehmen wir mal Dus, ja? Und Sie sehen schon, hier nimmt die Strangeness zu. Das heißt, wir nehmen einen Quark aus der nächsten Teilchenfamilie und tun es in den Kern rein. Weil dieses Strange Quark, Sie sehen das hier, natürlich schon wesentlich schwerer ist, zerfällt es. Das heißt, alle diese Teilchen, die nicht mehr aus Up und Down bestehen, sondern zusätzlich aus dem Strain, zerfallen automatisch in andere Teilchen, die nur noch Up und Downs enthalten. Das sind instabile Teilchen. Trotzdem kann man sie natürlich im Beschleuniger herstellen. Und deswegen kennen wir sie. Nehmen wir mal Dus. Ja? Dus, wir gehen wieder zurück. Down, Up ist plus ein Drittel, minus ein Drittel ist Null. Also Dus muss die Ladung 0 haben. Stimmt. Hier sehen Sie es. Ja? Das passt wunderbar. Finden Sie das nicht auch? Das ist wie so ein Domino. Das können Sie so ein Puzzleteilchen. Da können Sie zusammenstehen. Sie müssen nur aufpassen. Weiß muss rauskommen und Ladungen müssen nur ganzzahlig und 0 sein. Und dann spielen Sie einfach rund. Und das passt wunderbar. Es ist wie gemacht. Also die Farben passen wunderbar. Oder schauen wir uns mal das DSS an. DSS, also D minus ein Drittel, minus ein Drittel, minus ein Drittel, macht minus drei Drittel, macht minus eins. Hier sehen Sie es. Chi minus. Minus heißt, Ladung ist minus. Und so können Sie anfangen, alles zusammen zu basteln. Ja? Also, hier haben Sie Strangeness 1, also jeweils ein Strange Quark, und hier haben Sie zwei Strange Quarks. Jetzt kommt aber noch was, und das habe ich hier oben hingeschrieben, jetzt kommen wir zum ziemlich schwierigen Punkt. Und übrigens Charm gleich 0. Das heißt, wir bauen noch keine Charm-Teilchen ein. Hier sehen Sie es, wir bauen nur Strange ein. Das nächste wäre Charm. Warum wäre das nächste Charm? Nun, dazu muss ich nochmal zurück, weil die Charm-Teilchen noch schwerer sind als Strange. Schauen wir uns das mal an. Schauen Sie, das ist Down, das ist Up, das sind sehr leichte Teilchen. Wenn ich anfange, Strange einzubauen, da baue ich schon heftige Massen ein. Charm ist noch schwerer. Das heißt, die Natur wird sich dagegen wehren, Charmteilchen einzubauen, sondern als erstes wird sie zulassen Strange. Dann wird sie zulassen Top und ganz zum Schluss, Entschuldigung, Bottom, das stimmt ja auch nicht, das waren die Bottom Quarks, und ganz zum Schluss wird sie diese Top Quarks zulassen. Aber da brauchen Sie schon einen richtigen Beschleuniger, der so richtig zuschlägt. Also, Charm gleich 0 heißt, wir haben Strangeness 1, aber nur mit Strange Quarks. Sie sehen, das ist so eine ganz komische Sprache. Ne? Ich rede jetzt irgendwie so eine ganz andere Sprache, aber das ist so, daran müssen Sie sich gewöhnen. So machen das die Teilchenphysiker. So, also, und das ist genau das, also Charm gleich 0, das heißt, wir haben keine Charmquarks drin, aber wir haben J gleich 1/2. Was heißt das? Nun, es gibt noch eine Eigenschaft bei den Teilchen, sie haben ja einen Spin. Und diese Quarks, das haben wir gerade gesehen, haben den Spin, den beschreibt man mit S, gleich 1/2. So, wenn ich drei Quarks zusammentue, habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich die Spins anordne. Also ich habe jetzt diese drei Quarks, die schreibe ich mal so hin. Da kann ich Folgendes machen. Ich mache das eine plus 1/2, das andere mache ich auch plus 1/2, das andere mache ich auch plus 1/2. Dann kommt raus, das ist J gleich 1/2, 2/2, 3/2. Okay? Das wäre jetzt ein Teilchen, ein zusammengesetztes Teilchen mit J gleich 3/2. Ich habe aber noch andere Möglichkeiten. Ich kann Folgendes machen. Up, down, up. Dann habe ich, das ist J gleich 1 minus 1/2 ist J gleich 1/2. Ich mache weiter. Ich mache up, down, down. Das ist J gleich 1/2 minus 1/2 minus 1/2. Das ist aber in JZ gerechnet, Sie wissen das. Tatsächlich, der Gesamtdrehimpuls ist der Betrag davon, also hier habe ich auch wieder J, also das heißt, es muss ein Pfeil sein, das ist wieder J gleich 1/2. Insgesamt ist der Gesamtspin 1/2, unabhängig von der Richtung. So, jetzt nudel ich das weiter durch, jetzt habe ich den rauf, ich könnte hier noch, das habe ich noch vergessen, ich könnte hier noch up, up, down machen und dann komme ich natürlich auch wieder auf J gleich 1, 1, minus 1/2, 1/2 raus. So, und jetzt habe ich hier noch unten, das machen wir alles durch, jetzt sind wir 4, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Ich mache damit den ersten Spin runter, mache rauf, rauf, runter, rauf, runter, 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 runter. Und jetzt habe ich noch eine Möglichkeit, runter, runter, rauf. Und wie Sie gleich sehen, kriege ich hier
j gleich ein halb, j gleich ein halb, j gleich 3 halbe, ne, hier addieren sich die Spins, und wieder j gleich 1 halb. Also was sehen wir? Die Teilchen, die zusammengesetzten, aus 3 Quarks zusammengesetzten Teilchen, können entweder j gleich 3 halbe haben, das ist hier, oder hier der Fall, und das ist genau dann der Fall, wenn sich die 3 Spins parallel anordnen, oder ein Spin ist nicht so angeordnet, dann kriegen wir alles 1 halb. Und das ist die sogenannte J gleich 1 halb Familie, das ist genau die, die wir hier oben sehen. Und dann gibt es natürlich noch die J gleich 3 halbe Familie. So, das haben wir schon gesagt. Und die schauen wir uns gleich an, das ist ein bisschen komplizierter. Wir schauen uns also diese beiden Neutronen und Protonen machen zusammen unsere ganze stabile Welt aus, weil nämlich die Strange zu schwer sind. Jetzt muss man wissen, dass eigentlich so ein Proton noch viel komplizierter ist, als einfach nur Quarks zusammentun. Man hat mal hier versucht, in diesem Bild darzustellen, wie denn das einfache Proton, einfach dargestellt, das ist das, was Sie hier sehen, wenn man es ein bisschen mehr auflöst, das heißt, seine innere Struktur noch ein bisschen genauer darstellt, dann sehen Sie, ja, das ist richtig, da gibt es ein Down, das ist jetzt hier, ja, und dann gibt es ein Up, das ist hier, und noch ein Up, das ist hier, aber es gibt ja auch die, die roten Teilchen, das sind die Gluonen. Hoppla, jetzt ist mir das ein bisschen außer Rand und Band gekommen. Also, das sind die Gluonen, die die zusammenhalten. Diese Striche dazwischen sollen heißen, die haben eine Spinwechselwirkung. Das heißt, die Spins wechselwirken. Spin ist ja ein Magnetfeld, das heißt, es gibt eine magnetische Wechselwirkung. Und wie Sie hier sehen, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Wechselwirkungen. Und all das zusammen auch mit den virtuellen Teilchen, das heißt, der Rest der Teilchen, die Sie sehen, sind die virtuellen Teilchen, also die Teilchen des Vakuums, auch die tragen zur Wechselwirkung bei. Und alles zusammen, dieser ganze Matsch, möchte ich mal sagen, das macht erst die Charakteristik eines Protons aus. Und was kommt raus? Spin vom Proton ist 1 halb, J gleich 1 halb und Ladung ist 1, trotz diesem ganzen Durcheinander. Und das hat man nicht ganz verstanden. Und das 1, also wie diese virtuellen Quark- und Antiquark-Paare, die hier also mit eingezeichnet sind, wie die beitragen zu diesen Spins und zu der Ladung, das will man in genaueren Experimenten untersuchen. Was ich Ihnen hiermit sagen will, die Welt ist noch viel, viel, viel komplizierter. Das, was ich Ihnen erzähle, ist nur die einfachste Darstellung. Okay? So, das soll es aber schon gewesen sein. Was wir jetzt machen, wir tun Charm dazu, Charmquarks. Was wir gerade gehabt haben, war ja jetzt nur, jetzt muss ich mal schauen, diese Ebene, die unterste Ebene, deswegen ist die rot gezeichnet. Charm gleich Null Ebene, hier sehen Sie nochmal das Neutron und das soll das Proton sein. Wenn ich jetzt Charm dazu tue, jetzt sehen Sie hier ein Charmteilchen, ein Charm CUU. Ja, jetzt könnte ich wieder zurückgehen und schauen, was ist C, C war, Charm war, muss ich mal schauen, Charm war oben, wenn ich mich erinnere, jetzt gehen wir mal runter, Charm UU. Also Charm hat plus 2 Drittel, plus 2 Drittel. Also Charm plus UU ist 2 Drittel, 4 Drittel, 6 Drittel. Das heißt, ich habe plus 2. Schauen wir mal nach. Ja, das steht hier jetzt nicht dran. Also dieses Teilchen CUU hat die Ladung 2. Und Sie sehen, wie Sie jetzt mit diesem Charm ab und einem Strange-Quark was aufbauen können, dann kriegen Sie diese Ebene. Und diese Ebene ist halt nur ein Charmteilchen. Ich kann auch 2 Charmteilchen dazu tun, das ist das, was Sie hier sehen, oder ich könnte sogar 3 Charmteilchen zusammentun, das ist sozusagen nur noch ein Teilchen, das ist das CCC. Das fehlt hier, das haben Sie nicht dazu getan. Aber Sie sehen, da kann man so ganze Strukturen, je nachdem, welche Quarks ich mit reinmische. So, das war das nach wie vor J gleich 12, Charm 0, 1 und 2. 3 haben Sie weggelassen. So, jetzt kommen wir zu den anderen. J gleich 3 halbe, Sie erinnern sich, das sind die Teilchen, wo die Spins so angeordnet, dass ich Gesamtdrehimpuls 3 halbe habe. Die verhalten sich anders, das sind wirklich andere Teilchen. Das heißt, wenn man sich die in einem Beschleuniger anguckt, dann haben die ein anderes Verhalten und deswegen heißen die dann auch wie Delta Minus, Delta Null, Delta Plus oder Delta Plus Plus. Schauen wir uns das mal an. Nehmen wir mal UUU. U
ab war plus zwei Drittel, dreimal plus zwei Drittel ist sechs Drittel, macht zweifache Ladung. Also dieses Delta-Teilchen hat zweifache Ladung. Machen wir es andersrum. Dreimal strange war minus ein Drittel, dreimal minus ein Drittel ist minus drei Drittel, macht minus eins. Passt gut zusammen. Okay, also Sie sehen auch, und das habe ich hier dran gezeichnet, in diese Richtung, also wenn ich so quer hochgehe, nimmt jeweils die Ladung um 1 zu. Wenn ich von oben runtergehe, nimmt jeweils die Strangeness um 1 zu. Das heißt, ich addiere jedes Mal einen Strange-Quark mit rein. So, und so ergibt sich hier so ein Dreieck. Das war jetzt ohne Charme-Teilchen. Jetzt fange ich wieder an, ich drücke ein Charme-Teilchen mit rein. Sie merken gleich, wohin es geht. Also das war jetzt die unterste Ebene. Und jetzt drücke ich eben ein Charme mit rein. Hier sehen Sie es. Charme, Strange, Strange. Hier gibt es ein CUS und so weiter. Und hier haben Sie es, das geht bis Charme gleich 3 hoch. Okay, so haben wir eigentlich einen ganzen Teilchenzug. Jetzt werden Sie sagen, mein Gott, sind das viele Teilchen. Ja, das ist so. So ist unsere Welt. Jetzt muss man allerdings wissen, das sind natürlich Teilchen, die haben eine riesige Masse, also insbesondere die mit dem Charme hier oben. Und deswegen die herzustellen ist praktisch extrem schwierig, weil sie brauchen riesige Beschleuniger, um das herzustellen. Aber nichtsdestotrotz, die gibt es. Die Welt, unsere Welt erlaubt das. Um es anders zu formulieren, am Anfang unseres Universums, beim Big Bang, waren die Energien, die wir hatten, riesig. Und damals gab es diese Teilchen. So rum müssen Sie das sehen. So, damit haben wir alle Baryonen durch. Sie erinnern sich, wir haben Hadronen und von den Hadronen gibt es Baryonen, nämlich die Fermionen, die aus Quarks zusammengesetzt sind. Es gibt aber noch ein paar andere Hadronen, das sind nämlich die Mesonen. Wir haben nämlich noch eine andere Möglichkeit. Wir können nicht drei Quarks zusammentun, wir tun zwei Quarks zusammen. Dann muss es aber ein Quark und ein Antiquark sein, mit Antifarbe. So, und das machen wir hier. Also hier gibt es zum Beispiel einen Down-Quark mit einem Minus-Strange-Quark. Also anti-strange, muss ich sagen. Oder ein Up-Quark mit einem anti-strange. Und hier sehen Sie ein strange und anti-strange oder, das gibt es natürlich auch, ein down, anti-down und ein up, anti-up. Jetzt ist es allerdings so, bei diesen up und anti-up und down und anti-down kriegen wir ein kleines Problem. Angenommen, ich nehme ein Up-Quark und ein Minus-Up-Quark. Wenn ich die beiden zusammentue, was passiert dann? Dann gibt es einen Blitz und die vernichten sich sofort. Das sind nämlich Antiteilchen. Das heißt, die beiden zusammen erzeugen zwei Gamma-Teilchen und das war's. Deswegen haben diese zwei Quarks, wenn sie in einem Kern zusammenkommen und so ein Meson bilden, eine extrem geringe Lebensdauer, weil das in einem Blitz vergehen die. Und deswegen sind die auch in Klammern, werden Sie gleich sehen, die Lebensdauern, diese sogenannten Teilchen, diese Pionen, haben eine extrem kurze Lebensdauer. Tatsächlich ist das Pion, was wir sehen, nichts anderes als eine Linearkombination dieser beiden. Also tatsächlich hat dieses Pi, wie soll ich das ausdrücken, es hat sozusagen einen Kern, der sowohl aus Down, Anti-Down besteht, als auch ein bisschen Up und Anti-Up. Sowas gibt es tatsächlich, solche Mischungen, daran müssen Sie sich gewöhnen, in der Quantenphysik ist alles möglich. Also auch das gibt es, eine Mischung aus unterschiedlichen Teilchen mit Antiteilchen. Schauen wir uns das an, ein Down und ein Anti-Up. Down war minus ein Drittel, Up war plus zwei Drittel, minus Anti-Up ist minus zwei Drittel. Also wir haben minus ein Drittel, minus zwei Drittel macht minus eins. Das ist das berühmte Pion-Teilchen. Und zwar gibt es das sowohl mit negativer Ladung als auch positiver Ladung. Das ist hier auf der anderen Seite. Und eben diese neutralen Teilchen, P0. Aber wie schon gesagt, diese P0-Teilchen, tatsächlich gibt es auch dieses Eta-Teilchen, eben bestehend aus Strange und Anti-Strange, die sind extremst kurzlebig, weil sie eben ihr eigenes Antiteilchen in sich tragen. Und dann gibt es noch die Kaonen, das sind die, die hier unten sind, und zwar sowohl als Minus als auch Plus, und hier oben haben sie auch nochmal. Allerdings ist das sozusagen, so müssen Sie das diagonal lesen, also hier haben Sie die negative Ladung, hier haben Sie die positive Ladung und hier haben Sie beides mal Null. Also hier sehen Sie nur, hier ist dann nur die Eigenschaft Teilchen oder Antiteilchen aufgenommen. Plus Teilchen, Antiteilchen, Strange und hier haben Sie es genau andersrum, Strange ist das Teilchen und das Down ist das Antiteilchen. So, und damit haben wir wieder eine kleine Familie zusammen. Drehimpuls 0, das heißt, diese beiden Teilchen sind folgendermaßen angeordnet, Spin rauf, Spin runter, bedeutet J gleich 0. Und Ihnen ist gleich klar, es gibt natürlich noch die Möglichkeit Up, Up oder Down, Down
und das bedeutet J gleich 1. Okay, also diese Meson gibt es in zwei Typen, einmal J gleich 0 und einmal J gleich 1 Teilchen. Und die schauen wir uns gleich an. Aber trotzdem, in dieser Ebene haben wir erstmal Scham gleich 0 und es kommt natürlich, ja, und hier haben wir jetzt J gleich 1 Teilchen, das ist das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Sie sehen, die werden ein bisschen anders bezeichnet, das sind sogenannte Vektorbosonen, Vektormesonen. Warum sagt man das? Nun, ein Vektor mit der Länge 0, J gleich 0, nennt sich den Drehimpulsvektor. Ja? Wenn ein Drehimpulsvektor 0, J die Länge 0 hat, ist es ein Punkt, da haben wir ein Skalar. Erst wenn ich J gleich 1 habe, dann wird ein echter Vektor draus. Und deswegen heißen die eben Vektormesonen und die mit J gleich 0 sind eben die Skalarteilchen. So, das war jetzt J gleich 1. Jetzt können wir natürlich anfangen, wieder Scham-Quarks reinzupumpen. Hier sehen Sie das und damit kommen wir aus dieser Ebene in die Scham gleich Plus-Ebene. Das sehen Sie hier, oder in die Scham gleich Minus-Ebene. Das ist das, was Sie unten sehen. Und das können Sie halt mit Top und Bottoms können Sie auch arbeiten und all sowas. Sie müssen halt immer mehr Energie reinpumpen. Aber Sie sehen, es lässt sich alles schön darstellen. Das ist also ein ziemlich großer Teilchenzoo. Das sehen Sie schon, das ist ziemlich kompliziert. Da die Ordnung behalten ist, verdammt schwierig. Aber man hat all diese Teilchen nachgewiesen. Also alles, was Sie hier sehen, ist nicht nur Theorie, sondern hat sie nachgewiesen. Dieses Bild soll Ihnen zeigen, welche Lebensdauern zum Beispiel solche Teilchen haben. Also hier sehen Sie die mittlere Lebensdauer, unendlich heißt beliebig lange lebend. Und dann sehen Sie, gibt es ein paar Teilchen, die extrem kurzlebig sind. 10 hoch minus 19, mit anderen Worten, das existiert so gut wie gar nicht. Jetzt gehen wir mal rüber. Ach, das war dieses Eta-Teilchen, Sie erinnern sich. Das, und jetzt schauen wir nochmal, das muss noch irgendwo mal ein 10 hoch, hier. 10 hoch minus 16, das ist dieses Pi0. Das waren genau dieses Down, Anti-Down, Up, Anti-Up. Sie erinnern sich? Das sind genau diese Teilchen. Und Sie sehen, das haben eine extrem kurze Zeit. 10 hoch minus 16, 10 hoch minus 19. Also um 6 Größenordnungen kürzer lebend als schon die kurzlebigen Teilchen, die Sie hier sehen. Ja, und eins ist auch klar, wenn wir schwere Teilchen haben, also wo Sie wirklich Masse reinpumpen, also Strange-Teilchen, die haben natürlich auch eine relativ kurze Lebensdauer, weil die wegen der großen Masse auch schneller zerfallen. Ja, und hier sehen Sie die typischen Zerfallsprodukte, in was also so ein Teilchen hier zerfällt. Okay, und hier sehen Sie nochmal die Massen, Ladungen. Sie sehen auch, das müssen ganze Ladungen ergeben, ist bestätigt. Und Sie sehen auch, das sind eben jetzt die Fermionen mit einem ungeraden Spin. Und das sind hier die Mesonen. Ja? So, damit haben wir das. Jetzt kommen wir zu den Wechselwirkungen. Also nachdem wir jetzt die Hadronen, also die Fermionen beschrieben haben, also die Teilchen, die die Massen in unserer Welt ausmachen, wollen wir fragen, wie wechseln die jetzt mit den entsprechenden Bosonen? Und das soll Ihnen dieses Bild hier zeigen. Zunächst erstmal fangen wir ganz einfach an. Wir schauen uns eine sogenannte elektrostatische Wechselwirkung in einem Atom an. Also, da ist zum Beispiel ein Quark, und zwar ist dieses Quark im Kern drin, nehmen wir an, als Teil des Protons. Und das Elektron, was außen um den Kern herumfliegt, und das male ich jetzt nochmal auf, hat diese Wechselwirkung mit diesem Quark. Also, hier in der Mitte habe ich ein Proton, nehmen wir also wirklich mal an, ich habe nur ein Wasserstoffatom, dann haben wir drei Quarks, schon ein Proton mit drei Quarks, das soll jetzt das Proton sein, positiv geladen, und hier draußen fliegt das Elektron rum. Das ist jetzt das Elektron, hat eine negative Ladung, und tatsächlich wechselwirkt dieses Elektron mit einem Quark. Okay? Und zwar über ein Photon, das ist das, was hier das Gelbe ist, also Photon. Das ist ein sogenanntes virtuelles Photon. Es ist nämlich das Teilchen des Feldes. Sie erinnern sich, die Feldteilchen sind virtuelle Teilchen. Tatsächlich existieren sie nicht echt. Was bedeutet, sie haben tatsächlich keine Ladung, keine Masse. Sie haben null Masse, heißt das. Erst wenn Sie so ein Feld, also hier haben Sie ja ein Photon, das erzeugt ein elektrisches Feld. So müssen Sie sich das vorstellen. Das ist jetzt das E-Feld. Erst wenn ich dieses E-Feld zum Schwingen anrege, indem ich zum Beispiel das Proton hin und her wackle, das kann ich ja machen. Ne? Ich gehe da mit so einem Hammer dran, ja? Und dann fängt der Kern an zu schwingen, dann beginnt das E-Feld zu schwingen und dann wird aus dem virtuellen Photon ein echtes Photon.
kriegt echte Masse. Wo kriegt sie Masse her? Nun durch die Energie der Schwingung. Die Energie der Schwingung geht in dieses Photon rein. Es wird ein reales Photon und haut ab. So müssen Sie sich die Welt vorstellen. Okay? So, also wir haben hier die virtuellen Photonen. Was Sie also sehen, ist jetzt die Wechselwirkung zwischen dem Quark und dem virtuellen Photon. Virtuell. Ja? Wir sind wirklich im statischen Feld. Oder ich habe zum Beispiel die Wechselwirkung zwischen zwei Elektronen. Wie haben wir uns das vorzustellen? Ich male es hier rechts mal an. Treffen sich zwei Elektronen. Ja? Hier kommt ein Elektron und sagen Hallo. Ja? Was machen sie? Nun, wenn sie ganz nah zusammenkommen, dann stoßen sie sich ab, weil beide negative Ladungen haben. Das heißt, es gibt ein elektrisches Feld zwischen beiden. Sie können sich nicht beliebig nahe kommen, sondern hauen wieder ab. Der Austausch der Ladung, nein, nicht Ladung, sondern auch der Wechselwirkung, der elektrostatischen Wechselwirkung, wird wiederum über das virtuelle Photon gemacht. Hier sehen Sie das. Also, jedes Teilchen, was eine elektrische Ladung besitzt, sei es nun Quarks oder Elektronen oder Taus oder Myons, die haben ja alle diese Ladung, wechselwirken über ein Photon miteinander. Das ist der Austausch, der elektrostatische Austausch. So, dann gibt es noch was. Tatsächlich kann das Elektron auch über die schwache Wechselwirkung, Sie erinnern sich, Bosonen, W-Bosonen und Z-Bosonen sind die Träger oder die Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung. Also das Elektron kann über das Boson mit anderen Teilchen schwach wechselwirken. Das ist die Wechselwirkung des Elektrons mit einem elektromagnetischen Feld. Hier sehen Sie auch, dass, und das ist jetzt sehr eigenartig, dass die Bosonen der schwachen Wechselwirkung untereinander wechselwirken können. Das können die Photonen nicht. Aber die können das. Woran liegt das? Das liegt daran, weil diese Bosonen eine große Masse haben. Also Bosonen können Masse haben. Wann haben Bosonen Masse? Wenn ihre Reichweite begrenzt wird. Das ist eine ganz allgemeine Regel in der Elementarteilchenphysik. Das hat was mit dem Potential zu tun. Schauen Sie, wenn Sie ein Potential haben, und ich glaube, ich habe mir das schon mal erklärt, das mit 1 durch R geht, dann hat es eine unendliche Reichweite, nehmen wir das elektrostatische Potential oder Gravitationspotential, ein Potential mit unendlicher Reichweite muss ein Teilchen haben, nämlich das Photon, was null Masse besitzt. Sonst könnte es nicht unendliche Reichweite haben. Umgekehrt, wenn Sie ein Potential haben, was 1 durch R Quadrat hat, oder noch kleiner, haben Sie keine unendliche Reichweite mehr, und die Teilchen, die dann dieses Potential oder diese Wechselwirkung vermitteln, haben automatisch Masse. Das bedeutet, schwache Wechselwirkung hat eine sehr kurze Reichweite, wirkt nur in Atomen. Radioaktivität wirkt gerade mal so ein Angström oder ein Nanometer weit. Und deswegen müssen diese Teilchen, das sind nämlich jetzt die Z- und die W-Teilchen, die haben Masse, große Masse. Und wenn sie Masse haben, dann können sie auch wieder untereinander wechselwirken, was die Photonen nicht können, weil sie keine Masse haben. So ist die Welt. Gut, die Quarks können mit Photonen wechselwirken, weil sie nämlich Ladung haben. Die Neutrinos haben keine Ladung, deswegen können sie nicht mit Photonen wechselwirken, aber sie spielen in der Radioaktivität, also in der schwachen Wechselwirkung, eine Rolle und deswegen sehen Sie hier eine Wechselwirkung mit einem Boson. Ja, und die Quarks sind natürlich die Teilchen, die im Kern miteinander wechselwirken, also sie wechselwirken mit den Gluonen, das sind die Teilchen der starken Kernwechselwirkung. Die starke Kernwechselwirkung hat allerdings auch nur eine Reichweite von Fermions, also Fermimeter, also 10 hoch minus 15 Meter. Das ist eine extrem kurze Reichweite und deswegen haben die Gluonen auch eine hohe Masse. Und deswegen können wieder die Gluonen miteinander wechselwirken. Okay? So, jetzt haben wir eigentlich alles durch, jetzt haben wir die Wechselwirkung verstanden. So, und jetzt schauen wir uns mal eine Wechselwirkung, eine konkrete Wechselwirkung an, und zwar zwischen den Quarks und den Gluonen. Wir hatten schon gesehen, die starke Wechselwirkung wird vermittelt von den Gluonen und sie wirken auf die Quarks. Und wir machen mal weiter und dann schauen wir uns die Wechselwirkung an zwischen Baryonen, Baryon ist zum Beispiel ein Neutron, mit anderen Nukleonen, zum Beispiel Protonen. Das läuft eben über die Mesonen ab. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, Sie müssen sich das so vorstellen. Ich gehe mal hier auf die rechte Seite. Wir nehmen ein Deuterium, bestehend aus einem Proton und einem Neutron. Wir hatten gesehen,
dass das Proton, jetzt muss ich mal überlegen, Neutron war up, up, down, oder was war das? Hat es noch einer im Kopf, sonst muss ich zurück. Ist ja wurscht. Also nehmen wir mal down, down, up und das ist up, up, down. Es kann also genau umgekehrt sein, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber spielt auch keine Rolle. Die Frage ist, auch Proton und Neutron halten ja zusammen. Warum halten die zusammen, sollte man sagen? Das ist neutral geladen und das ist positiv geladen. Warum sollte das Neutron etwas mit dem Proton zu tun haben wollen, ist die Frage. Es gibt keinen Grund dafür. Der einzige Grund, den es gibt, ist folgender, dass nämlich das Up und das Down sich gegenseitig sehen können. Die Dinger sind wirklich nah zusammen. Und was dann passiert, ist folgendes, aus dem Up wird ein Down. Also im nächsten Moment, und Moment heißt typischerweise 10 hoch minus 16 Sekunden, wird aus diesem Up ein Down, dann steht hier Up, Down, Down, und hieraus wird ein Up, Down, Up. So, jetzt schauen wir mal, Up, Up, Down ist ein Proton. Und Down, Down, Up ist ein Neutron. Up, was hier passiert ist, ist, die haben ihre Plätzchen getauscht. Aus dem Proton wurde ein Neutron, aus dem Neutron wurde ein Proton. Mit anderen Worten, innerhalb von 10 hoch minus 16 Sekunden tauschen Proton und Neutron ihre Art. Mit anderen Worten, die wissen nicht, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Die wechseln innerhalb von 10 hoch minus 16 Sekunden. Und weil sie das nicht wissen, halten sie zusammen. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum die Dinger zusammenhalten. So, jetzt möchte ich gerne wissen, kann ich diesen Austausch zwischen diesen beiden Teilchen auch als Wechselwirkung beschreiben? Tatsächlich ist es eine Art Wechselwirkung. Ja, das geht. Und das hat man schon in den 60er Jahren gesehen. Man hat nämlich gesagt, wenn ich zwei Kernteilchen habe, die Kraft, die diese Teilchen zusammenhält, wird durch ein vermittelndes Teilchen erreicht, durch das sogenannte Pion, Pi-Meson. Ja, und das ist das, was Sie hier sehen, durch ein virtuelles Pi-Meson. Was macht das nämlich? Und das ist das, was sozusagen in der nächsten Erklärungsebene auftaucht. Also das Bild hier ist das aus den 60er Jahren. Was man festgestellt hat, ist, aus einem Proton wird ein Neutron und aus einem Neutron wird ein Proton. Das ist das, was ich Ihnen hingemalt habe. Und dann hat man gesagt, diese Kraft, die da vermittelt wird, das nennen wir jetzt mal ein Pi-Meson oder kurz Pion. Und damals hat man gesagt, es gibt Pion. Wenn man sich das auf der Quarkebene anschaut, dann sieht die Sache etwas anders aus. Wir wissen, Proton ist up, up, down. Jetzt schauen wir mal, ob ich es richtig getippt habe. Stimmt, up, up, down. So, zwei bleiben gleich über die Zeit, also die Zeit läuft von unten nach oben. Nur ein Up-Quark ändert sich und geht rüber, wird hier zum Proton. Das heißt, in einem Kern wird aus einem Up-Quark ein Down-Quark, weil nämlich sozusagen ein Up hier rüberläuft und ein Down über einen rückwärtigen Prozess, so nennt man das, über einen Minus-Down-Quark hier rüberläuft. Und tatsächlich, jetzt verstehen wir es. Und Sie sehen auch, dass das ein Meson ist. Denn ein Meson besteht aus einem Teilchen und einem Antiteilchen mit Antifarbe. Stimmt, das ist ein echtes Meson. Nämlich mit einem Quark und Antiquark. Das passt da genau. Und jetzt verstehen wir, jetzt verstehen wir die Wechselwirkung. Es gibt tatsächlich Mesonen mit Quark und Antiquark und die tauschen tatsächlich einfach einen Quark aus. So funktioniert Kernkraft auf der Ebene der Nukleonen. Das nennt man Nukleon. Also Neutron und Proton nennt man Nukleon. Und jetzt verstehen wir auf der Nukleonebene, wie die Kraft aussieht, die diese beiden zusammen. Tatsächlich ist das eine effektive Kraft. Das Pion ist die effektive Kraft, die eigentlich aus der Kernkraft abgeleitet werden kann. Denn eigentlich sind es ja die Quarks und die Gluonen, die miteinander wechselwirken. Und tatsächlich ist es so, wenn ich nämlich jetzt noch eine Ebene tiefer gehe und mir anschaue, was spielen denn die Gluonen für eine Rolle, dann kriegen wir erst das volle Bild. Das schauen wir uns an. Also, wir fangen an mit einem Up-Quark und einem Down-Quark und einem Up-Quark. Und die haben drei unterschiedliche Farben, das sehen Sie. Ja? So, die tauschen zunächst erstmal, wenn gar nichts passiert, selbst nur wenn Sie dieses eine Proton haben, gibt es ja die Wechselwirkung zwischen diesem Up- und Down-Quark. Und Sie sehen schon, da werden Farben getauscht. Das ist ja gerade die Farbladungswechselwirkung. Also, Kernkraft ist nichts anderes als Austausch von Farbladungen. Und das machen die Gluonen. Die Gluonen tauschen Färbungen aus. Also aus einem Rot wird ein Gelb und aus einem Gelb wird ein Rot. Das ist die Aufgabe der Gluonen. Zack, das war die falsche Richtung. So. Also, jetzt haben wir die Gluonen verstanden. Jetzt kann Folgendes passieren. Jetzt haben wir gesehen, hier das Up wird
zusammen mit dem Anti-Down ein Meson. Das kann untereinander auch nochmal per Gluon, das muss ja auch zusammenhalten. Dieses Pion, das ich hier habe, besteht ja aus dem Up- und Anti-Down. Die beiden Quarks müssen natürlich auch irgendwie zusammenhalten und das geht wieder durch Farbtausch mit Gluon. Das hält die beiden Quarks zusammen. Das ist genau das, was Sie hier sehen. So, und dann geht es hier oben weiter und dann erhält das Neutron, das zwischendurch auch mal mit Gluon wechselwirkt und intern andere Farben hat, erhält dann aber aus einem Down einen Up-Quark. Und Sie sehen, das ist verdammt kompliziert, aber es macht alles Sinn. Also, es werden zwischen den Quarks die Farbladungen getauscht, über Gluon ist die Essenz. Gleichzeitig können zwei Nukleonen, nämlich Neutron und Proton, über einen effektiven Austausch von Mesonen auch Quarks austauschen. Und das führt zu effektiven Bindungen der Nukleonen untereinander, sonst würde das ganze Zeug gar nicht zusammenhalten. Warum sollten 10 Protonen mit ein bisschen Neutronen einen festen Kern ergeben? Es gibt doch keinen Grund. Wenn Sie zwei Protonen zusammentun, Helium. Helium ist Proton, Proton und zwei Neutronen. Ich schattiere die mal, damit wir mal sehen, dass das der Unterschied ist. So, Neutron ist keine Ladung, Neutron. Das sind zwei Protonen, die wollen sich nicht sehen. Die wollen weg voneinander. Warum bleiben die trotzdem zusammen? Nun, das Schmiermittel sind die Neutronen. Warum? Weil die schnellstens miteinander austauschen. Das heißt, in 10 hoch minus 16 Sekunden ist das das Proton und das das Neutron. Und das geht so blitzschnell, dass die nicht mehr wissen, wer bin ich. Und das hält das eben zusammen. Und deswegen hält so ein Laden zusammen. Und Sie sehen auch gleich, wenn Sie einen großen Kern haben mit sehr vielen Protonen, brauchen Sie immer mehr Kleister. Eigentlich brauchen Sie einen Kleister 1 zu 1. Aber wenn die abstoßende Ladung, wenn Sie angenommen Uran, 92 Protonen haben, die wollen so stark auseinander, sie haben eine unheimlich starke elektrostatische Wechselwirkung, müssen sie immer mehr Kleister reintun. Das heißt, bei Uran, das ist Uran, hat typischer 238 Teilchen. Das heißt, sie haben insgesamt 6 plus 8, 42 mehr Neutronen in diesem Kern. Das heißt, Sie haben viel mehr Neutronen in dem Kern als Protonen. Sie müssen zum Schluss immer mehr Kleister dazu tun, damit der Kern trotzdem noch zusammenhält. Also der Neutron ist der Kleister in einem Kern über die Pion-Wechselwirkung. Okay? So, jetzt kommen wir nochmal zu den Gluonen. Also wir hatten ja gesehen, dass die Gluonen Farbe austauschen. Das heißt, wenn ich hier jetzt ein anderes Gluon hinbringe, also machen wir das mal. Diese Wechselwirkung wahre ich nochmal auf. Also ich beginne mit einem roten Gluon. Das kommt hier an. Das rote Gluon wird zum Beispiel grün, wechselwirkt über ein Gluon, das ist hier in der Mitte, das male ich mal so, mit einem zweiten Quark sein Ding. Das heißt, da kommt grün an und wird dann rot. Ja? Und das wird ausgetauscht durch das Gluon. Also das ist ein Farbaustausch. Rot wandert hier rüber und grün wandert hier rüber. Also die Farbe grün wandert hier rüber und rot wandert hier rüber. Ja? Also ein Farbaustauschteilchen. Das ist das, was die Gluonen machen, weil sie allerdings eine extrem kurze Reichweite haben, das habe ich gerade schon gesagt, nämlich nur innerhalb des Kerns, und Kerns heißt 10 hoch minus 15 Meter, haben sie eine sehr große Masse und deswegen können die Gluonen auch untereinander wechselwirken. Das heißt, die Gluonen tauschen untereinander Farbladungen aus und deswegen halten sie zusammen. Und deswegen sagen die Physiker voraus, wenn das so ist, dann kann ich mir Folgendes vorstellen. Ich nehme mir ein Gluon, ich beschreibe es mal mit G, und nehme noch ein Gluon und noch ein Gluon und noch ein Gluon und davon mache ich ganz, ganz viele. Und die müssen alle zusammen ein Ding zusammen ergeben, das zusammenhält. Und sowas nennt man einen Gluonenball. Das heißt, die Physiker sagen voraus, dass es einen Ball, eine Materie, einen Kern gibt sozusagen, der nur aus Gluonen besteht, Gluonball. Aber der ist extrem schwer herzustellen und in CERN versucht man, solche Gluonbälle zu finden, hat es noch nicht gefunden, aber theoretisch müsste es sie geben. Also, Kern nur aus Gluonen bestehend. Ach, hier unten steht es ja auch, das sind dann hier unten die Gluonbälle. So, jetzt kommen wir zum anderen Thema.
nämlich dem Neutronenzerfall. Also jetzt schauen wir uns Radioaktivität an. Radioaktivität, haben wir gerade schon gesehen, basiert aus dem Zerfall eines Neutrons. Also, was habe ich? Ich habe ein Neutron. Das ist neutral. Und wir wissen, so ein Ding zerfällt nach typischerweise 15 Minuten in ein Proton, was positiv geladen ist, plus ein Elektron. Warum Elektron? Nun, wenn das Neutron neutral ist, muss die Ladung erhalten bleiben. Also braucht man ein Teilchen, beides zusammen muss Null ergeben. Jetzt werden Sie sagen, warum gibt es in unserer Welt überhaupt noch Neutronen, wenn die nach 15 Minuten zerfallen? Das Alter des Universums ist 13,8 Milliarden Jahre. Nun, der Grund ist die starke Wechselwirkung. Dadurch, dass die Pi-Mesonen austauschen mit dem Proton, werden Neutronen stabil. Und das über 13,8 Milliarden Jahre. Zum Glück gibt es die, sonst hätten wir keine Neutronen. Okay? Sonst wären die alle schon weg. Und zwar über diesen Zerfallskanal. Die Frage ist, wie zerfällt das? Nun, das können wir verstehen durch Folgendes. Wir haben hier ein Up-Down-Down. Das ist ja gerade das Neutron. Und man kann das dadurch zerfehlen, dass jetzt der Übergang zwischen ein Down und Up passiert, und zwar über die schwache Wechselwirkung. Das heißt, die schwache Wechselwirkung erzeugt eben gerade noch zwei zusätzliche Teilchen. Also tatsächlich ist das der Zerfallskanal von Down in Up plus Elektron. Also dahinter steckt der Zerfallskanal Down geht über in Up plus Elektron plus Neutrino, Elektron-Neutrino. Und das hat ja, ist neutral, deswegen, ja, und hat eine extrem kleine Masse und deswegen sieht man es nicht. So versteht man inzwischen über das W-Boson, also das ist das W-Boson, das ist hier nochmal ein bisschen genauer gezeichnet, tatsächlich ist es ein W-Boson, so versteht man jetzt den Zerfall. Auch erklärt. So, kann das Standardmodell alles erklären? Und das lautet die Antwort nein. Also wir wissen, das Standardmodell, so wie wir es heute kennen, also Quantenchromodynamik, Quantenelektrodynamik und schwache Wechselwirkungen, die Zusammenfassung dieser drei Quantentheorien zusammen in ein Standardmodell, wir wissen heute, das kann es nicht alles sein. Es gibt etwas, was noch darüber hinausgeht, was noch ein bisschen komplizierter ist, denn es gibt einige Dinge, die wir nicht erklären können mit dem Standardproblem, mit dem Standardmodell. Zum Beispiel die sogenannte kosmologische Konstante, die dunkle Energie hat man schon gehabt. Wo kommt die dunkle Energie hin, kann das Standardmodell nicht erklären. Auch die dunkle Materie kann sie nicht erklären. Es gibt aber Theorien, das werden wir gleich sehen, die wollen das erklären können. Das sogenannte Instantonfeld, das war diese Inflationszeit, Sie können sich erinnern, dahinter steckt ein Inflationsfeld, das kann das Standardmodell auch nicht erklären. Die genauen Higgs-Massen, also die Higgs selber ist Teil noch des Standardmodells, aber warum das Higgs-Teilchen, das selbst wieder Massen an andere Teilchen verteilt, diese eigene Masse hat, die kann das Standardmodell nicht erklären. Es kann nur erklären, warum das Higgs-Teilchen Masse anderen Teilchen verleiht, aber nicht, warum es selber diese Masse hat. Das kann nur eine übergeordnete Theorie, die nämlich erklärt, wie das Higgs-Teilchen in die Welt kommt. Dann können wir auch nicht erklären die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Alles, was wir hier sehen, ist Materie. Beim Urknall müsste in symmetrischen Mengen auch Antimaterie entstanden sein, sehen wir allerdings nicht. Zum Glück kann ich nur sagen, denn innerhalb eines kurzen Blitzes wären wir weg. Also nur dadurch, dass das so passiert ist, können wir darüber lächeln und sagen, okay, warum kann das sein? Ja, die genauen Higgs-Massen hatte ich schon gesagt und die Anzahl der Teilchenfamilien. Warum haben wir drei Teilchenfamilien? Und wir wissen heute, es gibt nicht mehr, sondern nur drei und nicht vier. Warum haben wir drei? Kann das Standardmodell nicht erklären. Also es muss eine übergeordnete Theorie geben, die das erklären kann. Und eine, die das kann, ist eben die Stringtheorie. Jetzt muss ich aber gleich sagen, Vorsicht, diese Stringtheorie ist noch nicht etabliert. Denn es gibt Dinge in ihr, die man nicht versteht, die sie nicht erklären kann. Und ich würde sagen, wir sind gerade in den Anfängen der Stringtheorie. Trotzdem ist sie die wichtige Theorie, die die Leute sagen, die das Standardmodell erweitern können. Deswegen möchte ich sie Ihnen trotzdem vorstellen. Die Idee ist folgende. Eigentlich eine sehr wichtige. Sie können sich erinnern, dass wir das Problem in der Standardtheorie haben von Singularitäten. Also ich gebe Ihnen nochmal das Beispiel. Ich habe hier ein Elektron, ist ja eigentlich ein Punkt. Ein Punkt hat eine Ladung von plus 1. Eigentlich ist es aber noch nicht die ganze Sicht, denn wir hatten gesehen, dieses Elektron lebt im Vakuum, also irgendwo draußen tief im Universum, und dort gibt es virtuellen Teilchen, und weil das positiv geladen ist, zieht die virtuellen Teilchen, und zwar die negativen Ladungen der virtuellen Teilchen an,
Dann kommen die anderen, die Teilchen, mit denen die virtuellen Teilchen zusammen entstehen, drumherum und hier draußen ein bisschen Minus. Wenn wir das also aufmalen, sieht man Folgendes. In der Mitte haben wir irgendwie eine Ladung und jetzt male ich nur mal die Ladungen der so polarisierten Vakuums, so nennt man das an. Das heißt, ich habe hier eine positive, also nee, andersrum, das ist jetzt negativ, hier unten ist positiv, es ergibt, man weiß, es gibt so eine Welle. Diese Welle liefert einen Ladungsbeitrag. Natürlich, tatsächlich ist es tatsächlich so, also die virtuelle Ladung überdeckt die Ladung an diesem Punkt und man muss diese beiden Ladungen addieren, um dann wirklich die effektive Ladung plus 1 zu erhalten. Wenn man das macht, dann kommt raus, das habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass man die eigentliche Ladung, diese Punktladung plus unendlich sein soll, diese Abschirmladung, so nennt man das, minus unendlich sein soll und dann kommt eben gerade plus 1 raus. Sagen die Theoretiker. Die Theorie, die dahinter steht, ist die sogenannte Renormierungstheorie. Also man kann zeigen, die ist richtig, man kann sozusagen auf diese Art und Weise Singularitäten rausrechnen, das geht so gerade mit Ach und Krach, kann man machen und es kommt das Richtige raus. Und damit haben sich die Physiker bisher genügt und haben gesagt, es funktioniert, werden wir aber gar nicht wissen. Aber irgendwie klingt das schon ziemlich blöd, das müssen sie zugeben. Ja? Und deswegen haben die Leute gesagt, da muss es doch einen Ausweg geben. Was ist das Übel dieser Singularitäten? Nun, das Übel ist, dass sie über eine Singularität Punkt integrieren müssen. Das können sie mathematisch nicht. Und deswegen muss dieser Punkt dann unendlich ergeben. Und Unendlichkeiten, die mögen wir alle nicht. Und deswegen sagen die, okay, ich nehme keinen Punkt dann, sondern ein ausgedehntes Etwas. Und dieses ausgedehnte Etwas muss eine zusätzliche Eigenschaft haben, nämlich es muss schwingen können. Was kann schwingen? Ein Faden kann schwingen. Also prognostiziere ich oder postuliere ich einen langen Faden, der schwingen kann. Das nennt man ein String. Und so machen Sie schwuppdiwupp aus einer Singularität, aus einem mathematischen Punkt, ein endliches Etwas. Wenn Sie ein endliches Etwas haben, haben Sie das Problem der Integration nicht mehr, der Singularität. Das ist der Trick dahinter. Jetzt gibt es Fäden sozusagen in zwei Typen, einen offenen Faden und einen geschlossenen Faden. Es gibt offene und geschlossene Strings. Okay, und das war's schon. Das ist die Stringtheorie. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Saft reinbringen. Also wir müssen noch ein bisschen mehr erklären, was kann man damit machen. So, also, wie das halt in der Welt so ist, es gibt heutzutage leider nicht nur eine Stringtheorie, sondern haben sich viele Menschen hingesetzt und jeder hat seine eigene Stringtheorie gefunden. Es ist Ihnen klar, da können Sie viel Fantasie reintun und jeder findet seine eigene Stringtheorie. Viele Stringtheorien haben sich als falsch herausgestellt, aber 5 sind übrig geblieben, die müssen richtig sein, die sind selbstkonsistent, sagt man. Ja? Und die haben wir trotzdem unter einen Haufen gekriegt, unter einem Dach gekriegt. Jetzt muss man wissen, diese Strings können schwingen und Sie wissen auch, schwingen ist Energie. Also bedeutet es, wenn ein String schwingt, hat es eine andere Energie, als wenn es hoch schwingt oder niedrig schwingt, also Amplitude sozusagen. Sie streichen so eine Saite auf einer Violine und wenn Sie eine hohe Frequenz haben, hat es mehr Masse oder wenn Sie eine hohe Amplitude haben, haben Sie auch mehr Masse. Also so weiß man schon mal, aha, es muss Strings geben, die mal eine hohe Masse und mal eine kleine Masse haben können. Und es gibt offene und geschlossene Strings. Also hier haben Sie einen offenen String, aber irgendwo muss das Ende ja dran geheftet sein und Sie werden gleich sehen, wo dieses Ende dran geheftet ist, nämlich am Calabi-Yau-Space. Aber was das ist, erkläre ich Ihnen gleich. Oder es gibt geschlossene Strings, die brauchen keinen Anheftungspunkt, die schwirren sozusagen so durch unsere Welt. Jetzt geht es aber erst los. Ach ja, und was man wissen sollte, ist, dass es diese Strings der Quantenphysik, und Strings ist verdammt klein. Das hier ist von der Größenordnung 10 hoch minus 32 Zentimeter. Das ist richtig klein. Ich meine, ein Kernteilchen hat 10 hoch minus 15 Meter, also 10 hoch minus 13 Zentimeter. Also zwischen einem Kernteilchen, einem Proton und einem String gibt es 20 Größenordnungen. Also das ist so ein String müssen Sie sich als extrem klein vorstellen.
So, und diese Strings dürfen nicht verwechselt werden mit den sogenannten kosmischen Strings, da hatten wir ja schon mal früher drüber geredet. Das sind diese ewig langen Dinger, die quer durch unser Universum gehen und eine Heidenenergie haben. Das sind die Versetzungslinien des falschen Vakuums, die dann zum richtigen Vakuum geführt haben. Sie können sich erinnern, das sind die kosmischen Strings. Nicht zu verwechseln mit diesen Strings hier. Die sind extrem klein, kosmische Strings sind extrem groß. Beide nennt man Strings, weil es beide Fäden sind. So, und jetzt kommt es, jetzt sagen die Stringtheorie noch was. Es ist sowas von absurd, die sagen, ja, die Welt ist ja noch komplizierter. Tatsächlich gibt es ja nicht nur drei Raumdimensionen, so wie wir sie kennen, sondern es gibt 9 Dimensionen. Und Sie werden gleich sehen, warum Sie diese 9 Dimensionen brauchen. Also tatsächlich gibt es 9 Dimensionen. Jetzt werden Sie sagen, wo? Ich sehe nichts. Ja? Sie haben recht. Ja, sagen die Physiker. So einfach ist das natürlich nicht. Tatsächlich sind die anderen 6 Raumdimensionen zusammengerollt. Was heißt das? Ja, sagen Sie, jetzt passen Sie auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen mal ein Blatt Papier. Das ist zweidimensional. Und dann klebe ich das an den Enden zusammen. Ja? Dann habe ich eine Rolle. Das ist das, was Sie hier sehen. Können Sie machen. Ist immer noch zweidimensional. Na, warum gehört das nicht? So. Ist natürlich immer noch zweidimensional, jetzt aber zusammengerollt. Und was Sie jetzt machen, Sie lassen das Ding schrumpfen. Und zwar auf 10 hoch minus 32 Zentimeter. Ja? Dann kriegen Sie auf einmal aus einem zweidimensionalen einen eindimensionalen Faden. Faden heißt in 10 hoch minus 2. Das heißt, Sie haben tatsächlich eine Dimension, die ist aber auf einer Größenordnung von 10 hoch minus 32 Zentimeter zusammengeschrumpft. Das ist aus unserer Welt gesehen eine eindimensionale Welt. Mit anderen Worten, wir sehen drei nicht zusammengeschrumpften 3 Dimensionen, das heißt, die sind offen geblieben und die anderen 6 sind zusammengerollt. Ja, Sie können dann natürlich auch diesen eindimensionalen Faden nochmal in sich zusammenschließen, so, und dann machen Sie den Kreis kleiner und dann kommen Sie bei 0 Dimensionen. Also mit sowas können Sie rumspielen, ja, und so können Sie beliebig viele Dimensionen machen, die sind dann alle zusammengeschrumpft. So, und die Stringphysiker sagen, tatsächlich gibt es 9 Dimensionen und 6 sind zusammengeschrumpft auf die Art und Weise. Man sagt, sie sind eingebettet in unserem Raum. Das müssen Sie sich so vorstellen. An jedem Punkt im Raum, an jedem mathematischen Punkt sind tatsächlich 6 zusammengeschrumpfte Dimensionen. Hier, da, 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 überall. Und zwar mathematisch dicht. Ja? Reelle Zahlen sind ja mathematisch. An jedem Punkt gibt es diesen Subraum in 6 Dimensionen. Und der hat es in sich. Wenn man sich den geometrisch darstellt, sieht er so aus. Ja? Hier sehen Sie es. Diese 6 zusammengeschrumpften Dimensionen, wenn Sie die sozusagen sich optisch vorstellen, ist ja überhaupt kein Problem, deswegen, ich habe es Ihnen trotzdem mal dargestellt, diesen 6-dimensionalen zusammengeschrumpften Raum nennt man Calabi-Yau-Space. Das sind nämlich 2 Physiker, der eine hieß Calabi und der andere ist ja auch, was für ein Wunder. Und die haben zum ersten Mal geometrisch diese Räume beschrieben. Und da oben sehen Sie es. So sieht Calabi-Yau aus. Natürlich können Sie diesen 6-dimensionalen Raum nicht geometrisch darstellen, das ist nur eine dreidimensionale Projektion des 6-dimensionalen Raumes. Für Sie kein Problem, ich weiß, das ist in Mathematik gewohnt, aber so würde es aussehen, wenn Sie den 6-dimensionalen Raum dreidimensional projizieren würden. Und jetzt müssen Sie noch Folgendes machen, Sie müssen links diesen Calabi-Yau-Space, das Ding hier, diese dreidimensionale Projektion, an jedem Punkt in unseren dreidimensionalen Raum sich vorstellen. Okay? Jetzt haben wir es fast. Also an jedem Punkt in unserem dreidimensionalen Raum gibt es diesen 6-dimensionalen Calabi-Yau-Space. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Strings, die leben auf dem Calabi-Yau-Space und nicht in unserem. Und sie sind an der Oberfläche dieses Calabi-Yau-Spaces angeheftet. Oder sie leben da drauf. Das heißt, der Raum, in dem die Strings leben, ist gar nicht unser Raum, sondern sie leben tatsächlich auf diesem Calabi-Yau-Space, weil aber der Calabi-Yau-Space Teil unseres Raums ist, eben eingebettet, sind sie doch wieder Teil unserer Welt. Okay? So, das heißt aber, dass die Eigenschaften der Strings gar nicht durch unsere 3, ich nenne sie mal, makroskopischen Raumdimensionen geprägt wird, sondern durch den mikroskopischen Calabi-Yau-Space. Das heißt, der Calabi-Yau-Space gibt die Eigenschaften der Strings vor. Man muss also den Calabi-Yau-Space kennen. Den gibt es allerdings, und jetzt kommt das große Problem, es gibt eben ungefähr 10 hoch 500 Art und Weisen, wie man sich ein Calabi-Yau-Space zusammenbasteln kann.
Aber es gibt nur eine Welt, in der wir leben. Das heißt, eine unsere Welt realisiert nur eine Möglichkeit dieser 10 hoch 500 Art und Weisen. Jetzt ist die Frage, welche ist es? Und da sagen die Mathematiker und Physiker, wissen wir nicht. Und sie haben noch nicht mal die blasseste Ahnung, welches von den 10 hoch 500 sein kann. Und das ist jetzt der große Haken der heutigen Physik. Die Leute stehen davor und sagen, ich kann mir einen Calabi-Yau-Space auf 10 oder 500 verschiedene Art und Weise basteln und ich habe nicht die gelindeste Ahnung, wie unsere Welt, welcher dieser Weisen unsere Welt ist. Und deswegen können wir mit den String-Theory tatsächlich nicht unsere Welt wirklich erklären. Das ist der große Haken. Wir wissen es nicht. Aber theoretisch muss es so sein, sagen die String-Theoretiker. Okay, deswegen kann es natürlich auch sein, dass es andere Paralleluniversen gibt, wo andere Calabi-Yau-Spaces realisiert sind und da haben die Strings wieder andere Eigenschaften. Was wir aber wissen, und das kommt sehr wichtig, alle diese Calabi-Yau-Spaces haben drei Löcher. Also eins ist klar, sie haben eine topologische Oberfläche. Also nehmen wir eine Kaffeetasse, das ist immer das berühmte Beispiel, das kennen Sie. Ich nehme eine Kaffeetasse. Oder ich nehme mal drei Ringe. Ich glaube, das nächste Bild zeigt es. Hier sehen Sie es. Also, wenn wir sozusagen den Calabi-Yau-Space so weit zusammenschrumpfen könnten, topologisch, auf minimalste Krümmung, dann würden wir einen Calabi-Yau-Space, einen zusammengepappten Calabi-Yau mit drei Löchern kriegen. Okay? Drei Löchern, das ist das Entscheidende. Man kann nämlich zeigen, dass diese drei Löcher im Calabi-Yau-Space die drei Teilchenfamilien bilden. Ah, jetzt haben wir die Verbindung. Okay. Also der Calabi-Yau-Space muss drei Löcher haben oder andersrum. Wir finden drei Familien, weil es drei Löcher gibt und die Strings, die sozusagen hier um diese Löcher sind, sind die unterschiedlichen Familien von Strings. Und daran sehen Sie schon, dass die Geometrie des Calabi-Yau-Space die Eigenschaften der Strings vorgibt. Also Löcher, wie im Schweizer Käse, machen den Geschmack des Käses aus sozusagen. Die Löcher im Calabi-Yau-Space machen die drei Teilchenfamilien auf. Und so funktioniert es. Hier, das soll Ihnen nochmal zeigen, dieser jetzt vereinfacht dargestellte Calabi-Yau-Space müssen sich an jedem Punkt in unserem Raum, im dreidimensionalen Raum vorstellen. Also diese Strings leben auf der Oberfläche dieser Calabi-Yau-Space und sie können dabei schwingen, ja, diese Strings. Tatsächlich können sie nicht nur so um die Löcher rum sein, sondern sie können auch so um die Dinger drum sein. Auf jeden Fall sind es Strings, die geschlossen sind. Also solche Strings sind immer geschlossen, die auf dem Calabi-Yau-Space leben. Ja? Okay, gibt es dazu Fragen? Natürlich nicht, ist alles sehr einfach, ich weiß. Jetzt kommen wir noch zu dem anderen Punkt, dass diese Strings, die jetzt auf diesem Calabi-Yau-Space leben, schwingen können. Also, das muss nicht nur eine gerade Linie sein, sondern das kann irgendwie schwingen. Es muss also unterschiedliche Schwingungsmoden geben. Hier sehen Sie mal jetzt unterschiedliche Schwingungsmoden. Jetzt kommt es aber, weil die Strings so extrem klein sind, ist die Federkonstante sozusagen extrem groß. Weil die Federkonstante extrem groß ist, ist die Energie, die hinter einer Schwingung steht, extrem groß. Also zwischen dem Grundmod, sozusagen keine Schwingung, und dem ersten Mod haben wir 10 hoch 19 Gigaelektronenvolt. Zur Erinnerung, ein Proton hat 1 Gigaelektronenvolt. Mit anderen Worten, diese Anregung gibt es in unserer Welt nicht. Da müssen Sie zum Big Bang zurückgehen, damit Sie direkt nach dem Big Bang solche Anregungen bekommen haben. Das heißt, in unserer Welt gibt es nur solche Strings, also die im Grundmod schwingen. Und deswegen haben diese Teilchen 0 mal 10 hoch 19 Gigaelektronenvolt, nämlich 0 Volt, null Masse. Jetzt werden Sie sagen, das stimmt ja nicht. Unsere Teilchen, die die Strings ausmachen, haben eine endliche Masse. Ja, das liegt eben am Higgs-Teilchen. Aber das Higgs-Teilchen macht nicht 10 hoch 19 Gigaelektronenvolt, sondern eben nur ein paar Gigaelektronenvolt. Und das macht eben den großen Unterschied. Also wir wissen, es gäbe einen anderen Mechanismus, noch Masse in unsere Welt zu kriegen, nämlich mit den Schwingungen der Strings. Die sind aber nicht realisiert, weil die Anregungsenergien zu groß sind. Also deswegen haben wir typischerweise immer bei den Strings in unserer Welt Grundschwingungen und die Higgs-Teilchen geben diesen Strings ihre Masse. Ja. Hier haben Sie nochmal alles zusammengeschasst. Das lassen wir jetzt. Jedes Loch, das hatte ich schon erzählt, gibt ein Teilchenfamilie, das steht hier unten. Also Sie müssen sich das nochmal auf diese drei Löcher zusammengeschrumpft denken. Jetzt kommt aber noch was. Es gibt ja auch die offenen und geschlossenen Strings. Sie können zeigen, dass Sie mit den Strings alle anderen Teilchen, also die Baryonen, Leptonen, wie auch immer, beschreiben können. Und zwar gibt es eben S, also Spinnen, halb, 1 und 3 halbe Teilchen, das müssen offene Strings sein und es muss
S gleich zwei Teilchen geben, also ein Spin gleich zwei Teilchen, die geschlossen sein müssen. Das kann man theoretisch zeigen. Das haben die Stringtheoretiker gezeigt. Mit anderen Worten, das passt eigentlich gut zusammen. In diesem übergeordneten Modell, was über die Standardmodelle hinausgeht, können Sie das Graviton, also die schwere Wechselwirkung, die Gravitation, mit den anderen Wechselwirkungen vereinigen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die erste Theorie, die das schafft. Denn alle anderen Theorien können das ja nicht. Also die Stringtheorie ist deswegen ein ganz großer Favorit. Sie sagt einfach nur voraus, das Graviton hat Spin gleich 2 und muss ein offenes String sein. Also, Entschuldigung, ein geschlossenes String, hat keine Enden. Dieses offene String kann nicht am Kalabalabiao-Space leben. Es hat nämlich keine Enden. Und deswegen, ja, jetzt komme ich noch zum anderen Punkt, das ist die sogenannte M-Theorie. Ich habe Ihnen gerade gesagt, es gibt 5 unterschiedliche String-Theorien. Hier habe ich sie mal aufgeschrieben. Hier gibt es Typ 2b, Typ 1, alles Mögliche. Jetzt hat ein gewisser Herr Witten gezeigt, also ein guter Physiker, und zwar im Jahre 1995, dass sich diese 5 String-Theorien vereinigen lassen, wenn man noch eine Raumdimension dazu tut. Also er sagt voraus, nein, es gibt nicht 9 Raumdimensionen, sondern 10 Raumdimensionen. Damit kriegen Sie sozusagen einen Freiheitsgrad dazu und durch diesen Freiheitsgrad können Sie die anderen 5 String-Theorien vereinen. Okay. Um ehrlich zu sein, hinterher zählt es dann auch keine Rolle, 9 oder 10 Raumdimensionen, es ist dann auch dann schon egal. Also, und diese Theorie, die jetzt alle diese String-Theorien vereinen und übrigens auch diese 11-dimensionale Supergravitationstheorie, das ist die kommt aus einer ganz anderen Ecke, darüber sage ich jetzt nichts, die kann man damit auch noch vereinen. Und deswegen glauben die Physiker an diese sogenannte M-Theorie. M, wofür steht M? Nun, der Witten hat gesagt, er wusste keinen Buchstaben, den er dafür nehmen soll, und jetzt hat er einfach M für Mysterious genommen. Ja? Also eine mysteriöse Theorie, man weiß nicht viel darüber. Das Einzige ist, man weiß, wenn es die gibt, wenn es also 10 Dimensionen gibt, vereinen sie diese anderen. Okay, so und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, das ist die sogenannte Brahmwelt. Also, stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier unser Universum, und Elektronen sind ja offene Strings, die auf dem Calabi-Yau-Space leben. Und der Calabi-Yau-Space ist Teil unserer Welt. Ne? Dreidimensionaler Raum, Calabi-Yau-Space ist eingebettet, darauf leben die Strings. So, und jetzt gibt es eine sehr interessante Theorie, die Folgendes besagt. Die sagen, okay, wenn das unser dreidimensionaler Raum ist, jetzt als 2 Dimensionen dargestellt, und diese Teilchen sozusagen daran angeheftet sind, dann kann es so sein, dass diese Gravitonen, Sie erinnern sich, das sind die Einzigen, die geschlossen sind, sozusagen nicht in unserer Welt leben, sondern ganz nah dran. Also ich mache es mal ein bisschen anders. Also stellen Sie sich vor, diese zweidimensionale Welt ist jetzt 2 und ich schaue von der Seite rein, dann ist das sozusagen unsere dreidimensionale Welt. Und nicht in dieser, wir sind jetzt, die leben in dieser Welt, also hier so ein Mannequin, ja, wir leben jetzt da drin. Nicht drin in der Welt, sondern diese Gravitonen sind leicht außerhalb. Aber ganz nah dran. Nah dran heißt typischerweise eben 10 hoch minus 23, 32 Zentimeter. Ja? Aber sie leben eben ganz nah dran, weil sie aber, das sind ja Bosonen, also vermitteln Wechselwirkung, weil sie nicht Teil unserer Welt sind, ist ihr Einfluss auf unsere Welt so gering. Und wenn ihr Einfluss auf unsere Welt so gering ist, dann ist ihre Kraft auch gering. Und das ist der Grund, warum die Graviton als vermittelndes Teilchen der Gravitationsfeldes so schwach ist. Das ist der Grund, warum die Gravitation ein so schwaches Feld ist. Das würde es erklären. Wir wissen nicht, ob es richtig ist, aber das wäre eine Erklärungsmöglichkeit. Okay? Und das können nur die Gravitonen, weil sie nämlich geschlossene Teilchen, geschlossene Strings sind. Alle anderen sind ja angeheftet. So, damit haben wir eine Tour de force durch unser System gemacht. Jetzt sollten Sie noch wissen, es gibt ein supersymmetrisches Standardmodell, eine andere Art der Erweiterung unseres Standardmodells. Das heißt, man sagt voraus, zu jedem Teilchen, was wir kennen, und zwar sowohl Fermion und Boson, gibt es ein Teilchen mit umgekehrten Spin. Also Sie wissen, Fermionen haben ungradzahligen Spin, diese Dinger haben gradzahligen Spin. Worauf die Leute nicht alle kommen, ne? Aber sagen sie. Und umgekehrt, diese Bosonen, die hier einen gradzahligen Spin haben, haben in dieser
anderen Welt eben ein ungeradzahliger Fermion. Deswegen sind das Fermion und das Boson. Also aus Fermion gibt es also sozusagen ein Gegenüber mit Boson. Also das ist nur gespiegelt, aber eben mit dem anderen Spin. Sowas nennt man Supersymmetrie. Jetzt kann ich sagen, wozu braucht man denn den Scheiß jetzt? Nun, die Antwort lautet, damit lässt sich etwas sehr Wichtiges erklären. Und deswegen werden Sie wahrscheinlich recht haben. Es lässt sich nämlich Folgendes erklären. Ich habe Ihnen hier gezeigt, wie Sie diese abschirmende Wirkung des virtuellen Feldes haben. Tatsächlich ist es so, sagen die Theoretiker, diese abschirmende Wirkung, also diese virtuelle Wechselwirkung, müsste eigentlich so stark sein, dass unser ganzes Universum gar nicht existieren könnte. Tatsächlich müsste die um 10 hoch 120 Größenordnungen stärker sein, als was wir sehen. Aber die abschirmende Ladung ist tatsächlich nur sehr gering. Mit anderen Worten, es gibt gar nicht so viele virtuelle Teilchen, wie wir mit dem reinen Standardmodell erklären können. Und die Frage lautet, wie kann es sein, dass eine um 120 Größenordnungen schwächere virtuelles Feld oder virtuelles Teil in unserer Welt geben können. Und da sagen eben die Physiker, das schaffen wir mit der Supersymmetrie. Wenn nämlich die virtuellen Teilchen nicht nur die Standardteilchen sind, sondern auch die supersymmetrischen Teilchen, dann kann man zeigen, dann löscht sich das nämlich aus, sozusagen das virtuelle Feld, und es bleibt zum Schluss nur noch eine ganz schwache virtuelle Kraft hier übrig, abschirmende Kraft. Und damit hätten wir die Lösung für die doch relativ schwache abschirmende Wechselwirkung mit dem virtuellen Feld oder virtuellen Teilchen. Und deswegen brauchen wir eigentlich die Supersymmetrie. Also ich möchte wetten, die gibt es tatsächlich. In CERN wird nach solchen supersymmetrischen Teilchen gesucht. Wir sehen sie nicht in unserer Welt. Was bedeutet es? Nun, das bedeutet, dass die Massen dieser Teilchen extrem hoch sein müssen. Und zwar viel größer als das, was wir hier sehen. Und deswegen brauchen wir hohe Energien, um solche Teilchen anzuregen. Also in CERN sucht man nach solchen supersymmetrischen Teilchen. Und jetzt kommt noch was, und das ist eben das wirklich Schöne. Hier habe ich das nochmal dargestellt. Das sind die supersymmetrischen Teilchen. Als Linearkombination solcher Teilchen müsste es ein anderes Teilchen geben, das nennt man Neutralino. Sie sehen an diesen Endungen, diese supersymmetrischen Teilchen enden alle mit O und S. Snelektron, Sneutrino und all sowas. Das sind ganz komische Namen. Und dann gibt es eben auch das Cino. Das Cino ist das supersymmetrische Teilchen zum Z-Boson, Sie erinnern sich. Und das Vino ist das supersymmetrische Teilchen zum W-Boson. Ja? Also hier müsste es also, auf dieser Seite müsste es also ein Fermion geben. Das sind dann natürlich, in unserer Welt sind es Boson. Da müsste es Sinus und Vinus sind Fermionen und eine Mischung aus Sinus und Vinus und Higgsino, also zu dem Higgs gibt es natürlich auch noch ein ja, und wenn Sie die drei richtig mischen, gibt es ein Neutralino, worauf die Physiker nicht alles kommen. Ne? So, und wenn Sie das machen, dann kriegen Sie ein Neutralino und da kann man eben zeigen, dieses Neutralino hat null Ladung und es muss die kleinste Masse haben. Und kleinste Masse heißt automatisch, es muss stabil sein. Ah, und jetzt haben wir den Punkt gefunden. Es muss also da draußen irgendwo ein Riesending geben, nämlich ein Neutralino, hat eine Heidenmasse, ziemlich dick, ziemlich fett, hat keine Ladung, heißt keine elektromagnetische Wechselwirkung, sondern wirkt nur noch gravitativ und schwache Wechselwirkung. Und was ist das? Dunkle Masse. Das kann nur dunkle Masse sein. Das heißt, das Neutralino ist der stärkste Kandidat im Augenblick für die dunkle Materie, für die dunkle Masse. Und deswegen suchen alle Leute so verdammt nochmal nach dieser Supersymmetrie, weil sie nämlich glauben, da muss jetzt das Neutrino sein. Also hier nochmal diese Supersymmetrie. Auf der linken Seite die Standardteilchen, die kennen wir alle schon mit Quarks und Lepton, jetzt kommt hier, das sind die Lepton, hier oben haben wir die Quarks, hier hatten wir die ganzen Bosonen und Sie sehen, dann gibt es diese Supersymmetrie, alles sozusagen auf den Kopf gestellt und da muss es eben, hier sehen Sie es, dieses Neutralino geben, eine Mischung aus Higgson, Cino und Vino. Ja, aus diesen, das Neutralino ist eine Mischung aus diesen drei Dingern. Okay, so. Diese Supersymmetrie würde aber eins bedeuten, und das ist jetzt wieder dieser kleine Haken an der ganzen Sache, und damit kommen wir zum Ende. Was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass das Proton, also diese Supersymmetrie führt automatisch dazu, dass es natürlich ein Feld und damit wieder ein weiteres Teilchen gibt, das nennt man dann X-Boson. Ja, das führt dann dazu, dass aus einem Down-Quark ein Elektron wird. Und das dürfte in unserer Welt eigentlich nicht sein, weil Quarks sind Quarks
und Elektronen sind Leptonen. Und diese Theorie sagt jetzt also voraus, also diese Supersymmetrie, die hier, die sagt voraus, dass ich tatsächlich zwischen Quarks und Leptonen wechseln kann. Und zwar über dieses X-Teilchen. Und das würde bedeuten, dass aus einem Proton ein Pion wird. Und wenn ich ein Pion habe, das sein eigenes Antiquark in sich hält, das zerfällt nach 10 hoch minus 19 Sekunden. Sie können sich daran erinnern. Was bedeutet das? Dass effektiv Protonen zerfallen. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Stellen Sie sich vor, die ganze Welt zerfällt. Jetzt kommt aber der gute Punkt. Diese X-Teilchen sind sehr schwer. Das heißt, die Kraft, die Wechselwirkung ist extrem schwach. Das heißt, der Zerfall ist extrem langsam, extrem langsam. Typischerweise die Zerfallsdauer ist ungefähr von der Größenordnung 10 hoch 32 Jahre. Unser Universum gibt es Milliarden Jahre, 10 hoch 9. Und 10 hoch 32 ist nochmal eine ganz andere Zahl. Das heißt, okay, das ist jetzt die gute Nachricht, es zerfällt sehr, sehr langsam. Aber nichtsdestoweniger, wenn Sie eine Masse nehmen, nehmen wir an diesen Raum hier, der wird ungefähr 10 hoch 30 Teilchen haben. Das heißt, pro Jahr ungefähr müsste hier in diesem Raum ein Proton zerfallen. So, was wir jetzt noch machen müssen, Sie machen einen großen Detektor, nehmen sich eine dicke Masse, so groß wie dieser Hörsaal, und halten da Ihren Zähler hin. Und wehe, da zerfällt was. Denn irgendwo kommt hier ein Positron raus, das sehen Sie, und das wird dann gemessen. Und es gibt einige Einrichtungen da draußen, die nichts anderes tun, als dieses Positron und dieses Pion, das Pion hat natürlich wieder einen Zerfallskanal in zwei Gammas, das genau zu messen. Und das wäre der Nachweis, dass es den Zerfall gibt, den das Standardmodell auf jeden Fall nicht kennt. Und das wäre der andere Beweis für die Supersymmetrie. Also Sie sehen, wie man sich heutzutage langsam an diese Erklärung rantastet. Wir brauchen die Supersymmetrie, um nämlich, das hatte ich schon erklärt, diese Abschirmungsprobleme zu lösen, also diese virtuellen Vakuumprobleme. Handeln uns allerdings das Problem des Zerfalls des Protons ein, aber es scheint so zu sein, als würde das so lange dauern, dass wir das nicht mehr erleben. Und das ist jetzt wieder die gute Nachricht. So, und das war's. Ich weiß, ich habe Ihnen heute einiges zugemutet, aber da mussten Sie durch. Aber ist das nicht toll? Ich meine, was ich damit sagen will, irgendwie ist es Wahnsinn. Ja? Aber der Wahnsinn hat so eine Struktur, würde ich sagen, dass man sagt, da steckt was dahinter. Da muss ein Funken Wahrheit sein. Und so ist es auch. Wir wissen, da ist eine Menge Wahrheit dahinter, nur bei der Stringtheorie, dann wird es wirklich abgedreht und wieder Supersymmetrie. Aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist gar nicht so blöd. Irgendwie kann die Natur oder die Realität was damit zu tun haben. Und eins ist ja auch klar, wir leben hier in einer Welt, in einer makroskopischen Welt. Wir verstehen natürlich, wie Material, was weiß ich, Holz funktioniert, aber wenn wir einmal in eine andere Welt abtauchen, in eine Quantenwelt, dann müssen wir zugeben, da können Dinge passieren, die wir nicht so intuitiv kennen, weil wir in einer ganz anderen Welt leben. Verstehen Sie? Und deswegen sollte uns nicht überraschen, dass in so einer Quantenwelt doch wieder etwas andere Gesetze herrschen, die für uns gar nicht so intuitiv klar sind. Aber es müsste es geben. Oder lassen wir es anders ausdrücken. Wenn etwas irgendwie abgedreht klingt, aber trotzdem irgendwie logisch, dann wird es wahrscheinlich richtig sein. Oder umgekehrt, etwas, was zu primitiv klingt, kann nicht richtig sein, weil so primitiv kann die Welt nicht sein. Und das ist der Grund, warum so viele Physiker oder Naturwissenschaftler sagen, die Bibel kann nicht richtig sein, das ist viel zu einfach. Ich meine, so kann die Welt nicht entstanden, das kann sich irgendeiner ausdenken, aber so hat es Gott nicht. Der Gott muss einen so tiefen Einblick haben, so raffiniert sein, dass das viel zu einfach ist. Und deswegen glauben alle Wissenschaftler, das ist so abgedreht, aber so clever, so kann es wirklich sein. Und tatsächlich wird es so sein. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.